Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wein-Podcast. Mein Name ist Flo Bold und ich freue mich sehr, dich zur 19. Sondersendung mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Thomas Curtius begrüßen zu dürfen. Ja, Thomas ist Master of Wine, einer der letzten Master of Wine, relativ frisch gebacken noch. Und er ist seines Zeichens auch Australien-Experte. Deswegen ist diese Episode eben auch als Sondersendung deklariert, weil sie ja ein bisschen thematisch aus dem Rahmen fällt. Wir sind ja eigentlich bei der Schweiz oder deutschsprachigen Anbaugebieten. Dort verzögert sich das ein oder andere Interview, das tut mir schrecklich leid, deswegen schiebe ich diese Sendung ein, aber ich hoffe, Thomas fühlt sich dennoch nicht als Lückenfüller. Die Aufzeichnung habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger im Kasten, es hat nie wirklich gepasst und jetzt muss ich es auch einfach mal veröffentlichen, aber seid gespannt, es gibt hier eine Menge zu erfahren und zu lernen von einem wirklich tollen und aufgeschlossenen Master of Wine. Hauptthema, wie der Untertitel dieser Ausgabe ja schon vermuten lässt, ist Australien, Wine Down Under habe ich sie ja genannt. Australien, ja, ein sehr abwechslungsreiches, großes Weinbauland, hat sich ein Stück weit einen Namen gemacht durch Massenweinproduktion, allen voran das spannende Projekt Yellowtail sei da genannt, aber es hat eben auch sehr viele hervorragende Weinregionen, sehr, sehr gute Weinstile und natürlich auch internationale Rebsorten, die auf dem internationalen Markt durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und auch sich durchsetzen konnten, wie zum Beispiel Syrah natürlich vorangestellt, aber auch Cabernet Sauvignon ist aus Australien einfach wirklich ganz großes Kino. Neben Australien hat sich in unserem Gespräch noch rein zufällig ein zusätzlicher Fokus ergeben, so würde ich es mal nennen, nämlich wir haben auch ausführlich über Schraubverschlüsse gesprochen. Das Thema hatten wir ja hier immer wieder mal auf meiner Welle und da habe ich auch sehr, sehr viel Neues erfahren und ich muss tatsächlich gestehen, nach diesem Gespräch habe ich auch da meine Ansicht oder zum Teil auch meine Bedenken in Bezug auf den Schraubverschluss nochmal rekapituliert und musste natürlich auch ein Stück weit kassieren. So viel vorweg zum Inhalt. Wir probieren in dieser Sendung am Ende auch noch einen Sparkling Shiraz, einer der ikonischen Weinstile Australiens, die bei uns leider und zu Unrecht relativ unbekannt sind. Für mich ein ganz besonderer Wein, weil er die Charaktereigenschaften von Schaumwein und Rotwein verbindet auf eine ganz eigenständige Art und Weise, was den Wein sehr spannend macht und auch sehr flexibel einsetzbar macht, weil man ihn auch je nach Temperierung durchaus zu verschiedenen Menüs, Gerichten servieren kann oder einfach auch aus Aperitif. Meines Wissens trinken ihn die Australier besonders gerne zu Weihnachten und da ist ja auf der Südhalbkugel dann Sommer und so passt es irgendwie dann auch ganz gut ins Konzept zu Weihnachten einen gehaltvollen, aber nicht so schweren und prickelnden Wein zu haben. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Verzögerung mit meinen Gesprächspartnern in Bezug auf Schweizer Wein. Ob sich das noch rechtzeitig lösen lässt, weiß ich nicht. Deswegen habe ich quasi diese vor fast einem Jahr schon aufgenommene Sendung mit Thomas jetzt als Extension reingeschoben und als Sondersendung deklariert, weil es thematisch ja ein bisschen aus dem Rahmen fällt und ich hätte sie auch schon gerne früher gebracht, aber da war das Sendeprogramm einfach zu stark gepackt. Jetzt passt es ganz gut. Ich bin froh, dass ich Thomas als Gesprächspartner gewinnen konnte. Ja, mal sehen, was die nächsten Wochen bringen oder ob wir uns dann schon im Mai Richtung Elsass begeben. Aber zunächst jetzt mal wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Gespräch mit Master of Wine Thomas Curtius. Liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch heute den nächsten Master of Wine Deutschlands vorstellen und begrüßen zu dürfen in meinem Podcast Thomas Curtius, der neueste
Master of Wine, der in Deutschland stationiert ist, wenn man so sagen möchte. Der eine oder andere hat ihn vielleicht auch schon mal gehört in meinem Podcast. Ich hatte nämlich, als die letzte Prowein 2019 in Düsseldorf stattgefunden hat, ihn auf den Australien-Stand besucht, wo er eine Verkostung moderiert hatte. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass ich ihn auch mal persönlich im Gespräch haben kann. Grüß dich, Thomas. Danke, dass du dir Zeit für mein Interview genommen hast. Ja, Florian, herzlichen Dank für die Einladung, kann ich nur sagen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich bin immer wieder begeistert, mit Master of Wine ins Gespräch zu kommen, weil es für mich einfach immer eine große Inspiration ist, die einen weiten Blickwinkel von euch quasi aufzusaugen und dann sich damit selber zu bereichern und die Weinwelt mit anderen Augen zu sehen. Und wir teilen ja auch eine kleine Gemeinsamkeit, Thomas. Du bist ja auch quasi in der Weinwelt, ich sage jetzt mal aus Nebentätigkeit, soweit man das als Master of Wine überhaupt sagen kann, aber wir sind ja quasi auch beide Quereinsteiger und das macht es natürlich dann besonders spannend, dass man dann sogar aus Quereinsteiger den Olymp des Weins sozusagen erklimmen kann. Aber vielleicht fangen wir mal vorne kurz an, wenn du Lust hast, ein bisschen zu erklären, wie du überhaupt in die Weinwelt gestartet bist und wie es dich dann bis zu dem Endziel Master of Wine getragen hat. Ja, hängt immer davon ab, Florian, wie viel Zeit wir haben. Nein, Spaß beiseite. Ja, es ist tatsächlich ein vergleichsweise langer Weg gewesen, so von den ersten Weinanfängen bis dann 2019 ich dann den Master of Wine-Titel dann erhalten habe. Ja, ging bei mir relativ früh los oder wiederum auch spät, je nachdem, wie man sieht. So, das war bei mir so Anfang meiner 20er Jahre, also nicht der 1920er Jahre, zum Glück so alt bin ich noch nicht, angefangen meiner 20er Jahre, dass ich mich tatsächlich, damals war ich auch Journalist und war viel unterwegs und bin da natürlich auch mit Wein in Berührung gekommen, wieder verstärkt, nachdem ich so dazwischen mal aus den Augen verloren hatte als junger Mensch. Und dann war das halt so, da hat mir mal irgendwann meine damalige Freundin, heutige Frau, hat mir dann mal ein Weinseminar geschenkt gehabt. Und das war dann das allererste Mal, dass es mich dann so richtig gepackt hatte. Mhm. Gerade auch im Hinblick, so strukturiert sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Also ich habe dann verschiedene Kurse gemacht beim Deutschen Weininstitut. Das war dann damals so ein Sensorik-Seminar, der deutsche Weinfachberater, wie das hieß. Mhm. Ja, und habe dann tatsächlich immer ein Schrittchen weitergemacht, bis ich dann, das war dann so in den 2000er Jahren, bin ich dann, das war glaube ich 2003 oder 2004, dann bin ich an die Weinakademie in Österreich gekommen und habe da dann so die WSET-Kurse gemacht, damals den Aufbau 2, dann den 3 und dann habe ich mit dem Diploma angefangen. Das habe ich tatsächlich neben der Arbeit gemacht. Ich habe mich damals auch schon so, wie gesagt, sehr, sehr dafür interessiert, nicht nur auf einem Feld unterwegs zu sein, damals sehr stark das Thema Kommunikation im Automotive-Bereich, das war dann mein Fokus, nachdem ich als Journalist unterwegs gewesen war. Und dann war das der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, hey, ich will einfach mein Wissen tatsächlich auch jetzt nochmal auf eine professionelle Bühne und auf professionelle Beine stellen, sagen wir so. Und habe dann gesagt, gut, jetzt hatte ich die Aufbaukurse und hatte alles gemacht, was man sozusagen als in Anführungszeichen Amateur abschließt und hatte damals tatsächlich auch durchaus mit dem Gedanken gespielt, das mal vollzeitig zu machen. Meine Frau hat sich in der Zwischenzeit auch selbstständig gemacht mit einer Weinkommunikationsagentur und ich habe das durchaus auch nochmal als eine Art zweites Standbein damals aufgefasst, wo man sagen könnte, mal schauen, wie sich's entwickelt. Hatte dann das Diploma gemacht und war dann 2010, habe mit dem Diploma abgeschlossen und war dann an dem Punkt, dass ich sage, so, jetzt habe ich ja tatsächlich alles gemacht. Und damals hat der Leiter von der Weinakademie in Österreich, der Peppi Schuller, hat mich dann gefragt, Thomas, eigentlich, du müsstest jetzt Master of Wine weitermachen. Mhm. Dann habe ich gleich gesagt, oh, spannend. Meine Frau hat gesagt, nee, nicht spannend. Die ahnte, was auf sie zukommt, oder? Ja, ich glaube. Sie hat dann zumindest schon mal geahnt, dass das irgendwie schwieriger oder umfangreicher noch werden könnte als das Diploma. So, und dann habe ich gesagt, ja, nach ein bisschen noch überlegen und tatsächlich noch mal sondieren, was heißt es denn beruflich, was heißt es denn aber auch von den anderen Ressourcen, also wie geht es mit dem Geld, wie ist es mit Freunden, Bekannten und eben dann eben auch Familie. Sowas kann man nur machen, wenn man ein komplettes Agreement mit allen hat und einen sauberen Plan. Und dann habe ich gesagt, gut,
ich bewerbe mich mal für das Studium und wurde dann angenommen und habe aber immer gesagt, ich gucke wirklich, ich nehme das wirklich als ein Open-End-Ding hin. Ich schaue wirklich, wie weit ich kommen kann. Ich habe mir immer gesagt, also wenn darunter mal irgendwann die Familie leidet, meine Gesundheit leidet oder sonst mal Beruf leidet, dann mache ich es nicht fertig, weil mir schon von Anfang an klar gewesen, als ich auch da in den Kursen saß, ey, mit was für High-Profile-Leuten ich da drin sitze. Aber wie so oft im Leben ist, wenn man Dinge mit einer Leidenschaft, mit einem guten Plan, mit relativ viel Disziplin bewältigt oder angeht, dann bringt man die Dinge auch zu Ende. Und das war bei mir dann 2019 so, da habe ich dann meine Abschlussarbeit abgegeben gehabt und dann, wie gesagt, bin ich noch vor dem ganzen Lockdown und vor dem ganzen Debakel, was wir jetzt irgendwie hier erleben mit nicht mehr Reisen etc. fertig geworden. Und es kommt mir jetzt schon ehrlich gesagt wieder vor, du hast vorhin der neueste Master of Wine gesagt, als liegt es schon Jahrhunderte zurück. Ja, ich glaube auch, dass die Corona-Krise in vielerlei Hinsicht zumindest gefühlt eine Zeitenwende bedeutet. Und ich meine, jetzt jährt sich's ja demnächst, dass die Auswirkungen bei uns hier merklich zu spüren sind. Und was man zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm hat, hat jetzt mit unserem Thema zwar gar nichts zu tun, aber man erinnert sich noch dunkel daran, dass wir Anfang Februar letzten Jahres das Debakel in Thüringen hatten mit der Ministerpräsidentenwahl, wo man dachte, das ist der Todsündenfall, da redet heute kein Mensch mehr drüber, aber auch gefühlt denkt man sich so, das ist aus einer vergangenen Epoche. Aber zurück zu unserem Thema, was sich jetzt wirklich sehr sympathisch und auch verheißungsvoll für mich anfühlt, ist, wir haben tatsächlich denselben Weg eingeschlagen. Also ich hatte auch ganz am Anfang, ging es auch los mit einer geschenkten Weinprobe von meiner Frau und habe dann quasi auch diese DWI-Seminare rauf und runter gemacht, links rheinisch in Rheinhessen. Ich komme jetzt leider nicht auf den Ort, in dem Hotel, wo das stattgefunden hat, eben auch anerkannter Berater für deutschen Wein, wobei ehrlich gesagt würde ich schon sagen, dass die Ausbildung vom Titel her ein bisschen hochgegriffen ist, weil so umfangreich war die Ausbildung eigentlich nicht. Und dann ging es eben auch los bei mir mit der WSET-Schiene und Beppi Schuller, ja, ich habe mit dem Gespräch mit Frank, kam auch raus, dass der Beppi auch ihn quasi gedrängt hat, in Anführungszeichen, Master of Wine zu machen. Und aber schon ein charismatischer Typ und den werde ich auch nochmal versuchen, hier ans Mikrofon zu holen. Also wenn unsere beide Vitas so gleichen, dann habe ich jetzt gerade mal nebenbei ausgerechnet, dann dürfte ich, da ich ja 2015 den Weinakademiker gemacht hatte, dürfte ich dann 2024 mich Master of Wine nennen, wenn es quasi mir da Hand in Hand weitergehen. Aber Thomas, nochmal ganz zurück, weil für viele, die ich am Mikrofon hier habe und mit denen ich über Wein spreche, die haben oft ein, zwei, drei Momente gehabt, wo sie auf einen konkreten Wein gestoßen sind, eine besondere Situation erlebt haben, was für sie so der Initialfunke war. War es bei dir ähnlich, dass sich in einem bestimmten Moment, an den du dich erinnern kannst, ein Wein da ganz emotional angesprochen hat, der dann die Welle quasi losgetreten hat? Also angesprochen haben mich emotional, Florian, viele Weine. Also der mich besonders emotional angesprochen hatte, ich sage aber jetzt wirklich nicht, welche Marke das war. Es war tatsächlich was ganz Einfaches, als ich mein erstes Date mit meiner Frau hatte, was, wie gesagt, was ja da alles vorgelagert ist und ich dann im Restaurant ganz stolz einen Weißwein ausgesucht habe, damals noch gar keine Ahnung hatte, total nervös war, ob es ihr denn auch schmeckt und ihr hat es geschmeckt. Mhm. Zumindest hat es jetzt über 24 Jahre gehalten. Also von daher raus, das war tatsächlich mein denkwürdigster Moment, aber wenn es dann um tatsächlich das, woran erinnere ich mich jetzt im Hinblick auf so diesen augenöffnenden Momente, ich glaube, da willst du drauf hinaus. Mhm. Also da gibt es tatsächlich einige an. Was ich mich zum Beispiel erinnere, was wirklich ein ganz spannender Moment war, da waren wir, das war auch eins so der ersten Dinge, die wir uns dann gegönnt haben, in Anführungszeichen, da waren wir auf dem damals das Weltweinfestival in Bad Ragaz in der Schweiz, ne? Da gab es dann, konntest du dich für solche Abendessen
Buchen. Und ich weiß, da gab es dann, klingt eigentlich erstmal völlig banal, aber hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, da gab es dann so eine Maronensuppe, so eine Pilz-Maronensuppe und dazu dann eine gereifte Auslese. Und das war für mich so ein Flash-Moment, wo ich dachte, wow, ich hätte nie gedacht, zum damaligen Zeitpunkt, so gerade in meinen Anfängertagen, so, ich nehme jetzt irgendwie einen süßen Wein zu einer Suppe und dass das auch noch irgendwie eine hervorragende Kombination ergibt. Und das ist so eine der Weine oder der ersten Momente zumindest, an die ich mich jetzt bewusst erinnere, wo ich sage, wow, das hat mich wirklich dann auch irgendwo bewegt und auch ja über die Zeit auch geprägt, Dinge einfach auszuprobieren. Ja, aber das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, weil ich in meinen Weinseminaren und Kursen auch immer propagiere, dass Wein trinken zumindest 50% zwischen den Ohren stattfindet. Soll heißen, dass es einfach eine psychologische Erfahrung ist und die auch sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun hat. Und gerade wenn man dann auf das Thema kommt, welcher Wein schmeckt mir und im Nachgang daran auch, welcher Wein passt vielleicht zu welchem Essen, dann muss man einfach festhalten, dass es für viele Leute oft sehr überraschend ist, welche Weine ihnen zu einem bestimmten Gericht schmecken, die sie ansonsten eigentlich gar nicht kaufen würden oder trinken würden, aber dann in der Kombination eben doch eine total harmonische Verbindung, ein harmonisches Paar darstellen und die dann regelmäßig geflasht sind über die Kombinationen, wie gut ihnen dann der Wein letzten Endes schmeckt. Ich finde, jetzt kommt die absolut wichtige Frage, weil das ist einer der Sachen, die ich immer propagiere, wenn wir auf das Thema Flaschenverschlüsse kommen. Und ich sage immer, ich habe nichts gegen Schraubverschluss, aber das Ritual des Öffnens ist für mich einfach ein schönes und allein die Audiokomponente des Ploppens beim Öffnen erzeugt bei mir eine Vorfreude. Und dann ist der Nebensatz immer, wenn ich zum ersten Mal eine Frau zum Essen einlade, würde ich auf Nummer sicher gehen und dort einfach, weil es einen hochwertigeren, rituelleren Charakter hat, den Naturkork nehmen und keinen Schraubverschluss. Und jetzt ist die Frage, war dein Weißwein damals mit Schraubverschluss oder mit Korken? Da sind wir so früh in der Zeit, dass es damals tatsächlich ohnehin alles mit Korken noch war. Aber ich ehrlich sage, ich glaube, im Nachhinein wäre ich froh gewesen, wenn der Wein Schraubverschluss gehabt hätte, weil ich bin, anders als du, ein absoluter Verfechter von Schraubverschlüssen. Ja. Gerade auch, also gerade in jeder Beziehung. Ich glaube, Kork ist tatsächlich ein optimaler Verschluss, wenn der Kork tatsächlich optimal ist. Mhm. Das ist aber leider eben in vielen Fällen nicht so. Und was das Ritual betrifft, da muss ich dir ehrlich sagen, da bin ich komplett anders kalibriert. Also für mich gibt es nichts Besseres und nichts Genialeres als, stell dir vor, du sitzt mit deiner Frau auf der Terrasse beim Picknick, du nimmst eine eisgekühlte Flasche Riesling raus, schön Riesling-Kabinett und machst es mit einem Klack, ja, mit einem richtig frischen Knack, machst du diese Flasche auf, die ist von außen beschlagen, du gießt den Wein rein, du musst nicht erstmal irgendwie mit irgendwelchen Werkzeug rumfuchteln, du kannst dich wirklich auf das Gespräch mit deiner Frau und auf den Wein konzentrieren. Was gibt es Besseres? Ja, witzig. Ja, siehst du, so unterschiedlich kann das sein und das bestätigt aber das andere wieder, was ich gesagt habe, dass es einfach schon viel mit Prägung und Erwartungshaltung zu tun hat. Insgesamt würde ich aber von mir schon behaupten, was die Flaschenverschlüsse an sich angeht, bin ich eigentlich emotionsfrei, außer es kommt jetzt auf das Ritual zu sprechen, aber mir ist natürlich schon bewusst, dass die einzelnen Flaschenverschlüsse unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und letzten Endes komme ich immer auf den Punkt, der Flaschenverschluss muss für mich einfach auch zum Inhalt passen und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Weinen, wo der Schrauber die perfekte Variante ist, auch die preisgünstigste Variante, was ja auch ein Thema ist. Aber ich kann mich nur an einen Artikel im Wine Spectator, glaube ich, erinnern, wo es zum Beispiel auch darum ging, dass in Bordeaux Versuche gemacht worden sind, hochkarätige Bordeaux mit Schraubverschluss zu verschließen, um einfach zu gucken, wie die Flaschenreife mit dem Schrauber abläuft und die Ergebnisse waren zumindest anders. Ich will's und kann es jetzt auch gar nicht werten, weil ich selber das nicht probiert habe. Aber ja, die neue Welt und damit auch im Prinzip das Land, was du ein bisschen zu deinem Steckenpferd gemacht hast, hat natürlich, sag ich mal, den Schraubverschluss schon auch ein Stück weit Vorschub geleistet, denke ich.
Ja, zumal du musst halt sehen, also es gibt ja auch nicht den Schraubverschluss. Ne? Du hast ja heute, auch diverse Arten von Schraubverschlüssen, die auch unter anderem mit Membranen ausgestattet sind, die dann unterschiedliche Quantitäten an Gasaustausch zulassen, ohne diese zu vertiefen an der Stelle. Und von da heraus, ich glaube, am Ende des Tages ist es wie mit allen Dingen, derjenige, der die Flasche verschließt, mit welchem Verschluss auch immer, der muss einfach genau wissen, was er da tut. Und wenn ich natürlich einen Schrauber habe, ich habe jetzt einen Rotwein und ich mache da einen Schrauber drauf, dann muss ich unter mein sogenanntes Sauerstoffmanagement oder überhaupt wie ich den Wein vorbereite dann für meine Abfüllung, muss ich halt zum Teil einfach anders vorgehen, als wenn ich ihn unter Kork verschließe. Aber von da heraus, ich sage mal, wenn jemand das kann und gerade in der neuen Welt, ist man ja sehr früh auch bei Rotweinen auf den Schraubverschluss umgestiegen. Da hat man wirklich extrem hohe Erfahrungen und große Erfahrungen gesammelt. Und von da heraus, wie gesagt, ich sage immer, es funktioniert jede Art von Verschluss, jeder hat seine Limits, jeder hat seine Stärken, was du gesagt hast, aber man muss als Winemaker oder als derjenige, der es abfüllt, halt sich sehr, sehr genau auskennen. Und dann denke ich, ist das am Ende des Tages kein Problem mehr. Weil wenn ich überlege, was ich alles an hochwertigen Weinen wegen Kork weggeschüttet habe, und da muss ich ehrlich sagen, da ging ziemlich viel Geld, da ging ziemlich viel Geld verlustig. Und das ist ja nur eins, das Geld. Aber das zweite ist ja für dich als Verbraucher die Enttäuschung, wenn du dich auf einen Wein gefreut hast, der im Keller liegt. Und umgekehrt, auch mal aus der Sicht des Produzenten gesehen, ist es natürlich auch ein Riesenproblem, wenn du ein Produkt verkaufst, wo du dann meinetwegen, jetzt sagen wir mal, Pi mal Daumen 5% Ausfallquote hast und dein Konsument, dein Kunde den Wein aufmacht, vielleicht auch gar nicht diesen direkten Korkschmecker hat, sondern nur so einen schleichenden, der dann feststellt, dass ihm der Wein nicht schmeckt und du den Kunden verlierst. Also das ist ja auch ist ja aus Sicht desjenigen, der den Wein mit viel Sorgfalt und Mühe erzeugt hat, dann ein Riesenproblem. Ja, also um jetzt in Australien gleich mal zu bleiben, ich glaube, Penfolds ist meines Wissens ja auch der einzige oder zumindest einer der wenigen Hersteller, die für ihre Top-Level-Flagship-Produkte ja auch ein Umkorken anbietet nach gewissen Jahrzehnten. Zumindest war das für den Grunge mal vorgesehen. Machen die das immer noch? Weißt du das? Ja, es gibt ja immer diese Recork-Programme, klar. Ich glaube, das machen die noch, das machen aber auch andere, klar, weil natürlich, und das ist halt das Grundproblem, was du beim Kork halt hast, der nach 20, 25, 30 Jahren, je nachdem, wird es dann halt auch mal notwendig, tatsächlich den umzukorken, gerade wenn du ihn vielleicht auch nicht unter den absolutesten Top-Bedingungen irgendwo in deinem Weingutskeller liegen hast. Und da bist du natürlich dann mit dem Schraubverschluss schon besser dran. Aber wie gesagt, Schraubverschluss hat auch seine Tücken. Wenn du den Schraubverschluss zum Beispiel beschädigt hast, dann kann natürlich trotzdem auch irgendwie da Sauerstoffaustausch stattfinden, den du nicht haben möchtest. Also auch der Schraubverschluss muss, gerade wenn du mit Flaschen dann die Flaschen verschiffst, etc., musst du auch sehr sorgfältig umgehen, weil da kann auch relativ viel schief gehen. Aber wie gesagt, am Ende, was ich schon mal gesagt habe, am Ende ist es das, muss jeder Produzent auch für seine Märkte gucken. Für viele, in vielen Appellationen in der alten Welt ist es ja so, oder in einigen, dass du tatsächlich auch nur unter Kork entsprechend die Weine dann auch vertreiben kannst. Da schließt sich im Moment ein anderer Verschluss eh nochmal aus. Aber wie gesagt, am Ende muss jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, wie gesagt, dieses ganze Ritual, ich bin jetzt nicht so der Ritualtyp, vielleicht liegt es auch da dran. Ja. Von aus, ich, mir ist, ich habe da, ich hab da, ich hab da relativ wenig Probleme jemals gehabt, ob das jetzt ein Schrauber oder ob das jetzt ein Kork ist. Aber nur mal kurz nachgefragt, weil das interessiert mich technisch jetzt schon, was ich gar nicht wusste. Und insofern war meine Einleitung mal wieder toll. Jedes Gespräch mit einem Master of Wine ist eine Inspiration und eine Horizonterweiterung. Also habe ich dich richtig verstanden? Es gibt Schraubverschlüsse, die auch ein Austausch mit der Umgebungsluft gestatten. Also es ist nicht mehr so, dass ein Schraubverschluss als wirklich 100% dicht gilt, sondern man kann heutzutage auch mit dem entsprechenden Dichtmittel in der Schraubkappe auch eine Flaschenreifung mit Schraubverschluss erreichen. Ja, also die haben verschiedene Membrane, da gibt es verschiedene gasdurchlässige Membrane, die eine genau definierte Menge,
sagen, von Gasaustausch ermöglichen. Mhm. Und damit kannst du halt noch viel besser als bei jedem anderen Verschluss natürlich das, wenn du so willst, planen und vorherbestimmen. Ja. Okay. Beim Kork ist es ja so, und ich meine, auf der anderen Seite, wenn du einen absolut dichten Kork hast, jetzt aber der jetzt total dicht ist, der lässt ja eigentlich auch keinen direkten Gasaustausch in dieser Form zu, sondern so zumindest so, wie ich weiß, aber da bin ich jetzt auch kein Wissenschaftler, ist es in vielfach ja sogar so, dass es eher dann auch um den Gasaustausch innerhalb auch der mit den Poren, die der Korken hat, stattfindet. Also es ist jetzt weniger von außen der Sauerstoff reingeht, weil das willst du ja ohnehin nicht, sondern dass ein Gasaustausch eher quasi innerhalb des Korkens stattfindet. Und da darf ich jetzt auch nicht im Detail fragen, weil da müsstest du mal ein Gespräch führen mit jemandem, der sich da tatsächlich richtig mit auskennt. Ja. Auf jeden Fall, meine Erfahrung ist nur definitiv die Weine, die du mit einem gut angepassten Schraubverschluss abfüllst, die entwickeln sich, auch Rotweine, die entwickeln sich hervorragend, auch wenn sie sich zum Teil etwas anders entwickeln, eben als unter Kork. Ja, da ist vielleicht auch ein gewisser Gewöhnungseffekt oder eine Lernkurve vielleicht auch auf der Konsumentenseite gefragt und alles, es muss ja nicht alles schlechter sein, nur weil es anders ist, und ich denke, da wird sich vielleicht auch einfach eine Anpassung ergeben. Und ich denke, gerade jetzt im fruchtbetonten Weißweinbereich ist mittlerweile ja der Schraubverschluss auch bei uns total etabliert. Kommen wir aber nochmal auf deine Weinvorlieben vielleicht zu sprechen, oder besser gesagt, wann hat dich das Australienfieber quasi gepackt? War das tatsächlich eine Stilistik, über die du immer wieder gestolpert bist, die dich dann fasziniert hat und einfach am besten dir, abgesehen von Qualitätsbeurteilung, einfach subjektiv am besten geschmeckt hat? Oder wie kam es, dass du dich auf Australien so eingeschossen hast? Also du, Australien gehört irgendwie schon extrem lange in meiner Biografie dazu. Allerdings war das ganz früher immer, also wir haben da schon öfters Urlaub gemacht. Ich habe relativ viel Surfen und Wassersport früher auch gemacht. Und da war Australien tatsächlich auch so eine Destination, wo ich dann auch 2-3 Mal auch vorher privat war. Aber die Weinzeit kam eigentlich tatsächlich auch mit dem, als ich mein Diploma gemacht hatte, habe ich so eine Adversary, so eine Scholarship gewonnen gehabt von Wine Australia. Das war dann für meinen Abschluss. Den hatte ich relativ gut abgeschlossen, mein Weinakademiker, und habe darauf vom Wine Australia dann eine Reise nach Australien, so eine Scholarship bekommen, wodurch quasi mehr oder weniger nicht durch alle, aber durch sehr, sehr viele von den bekannten Weinbaugebieten gereist sind und uns dann wirklich sehr, sehr intensiv mit dem australischen Wein auseinandergesetzt haben. Und da hat es bei mir auch nochmal Klick gemacht, weil da kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen, ich finde das Land unglaublich per se faszinierend, mit einer atemberaubenden Natur, mit einer atemberaubenden Tierwelt, tollen Landschaften, tollen Stränden. Gerade als Wassersportler ist das natürlich ein Dorado. Ja. Zum anderen aber auch unfassbar spannende, nette, kommunikative, gastfreundliche Menschen. So das Zweite, die dir das Haus, den Keller, ihr Herz öffnen, die mich von vornherein, also ich habe mich da immer schon so nicht mal als Besucher, sondern tatsächlich als Freund gefühlt. Ja, und dann eben diese unglaubliche Vielfalt an Weinen, die du ja in Europa oder die du, wenn du, als ich fürs Diploma studiert habe, gar nicht so auf meinem Schirm hatte. Da hat man so ein paar, die klassischen Stile, klar, Barossa Shiraz und Hunter Valley Semillon und sowas, das hat man im Kopf. Aber du hast gar nicht diese Vielfalt, weil es noch an alternativen Rebsorten von Tempranillo, Stilistiken, die eben nicht nur dieses, was viele Leute im Kopf haben, dieses jetzt fruchtbetonte, neue Weltstilistik, sondern eben auch irgendwie im Natural-Wein-Bereich, so gerade von der Amphore bis der alte Rebstöcke, ganz neu interpretiert die Weine von da, in Weinmacher, die dich wirklich total mitnehmen, hinter die Kulissen gucken lassen und dir wirklich alles erklären. Das hat mich einfach total gepackt, und ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ein Teil unserer Familie inzwischen auch in Australien wohnt, und von da aus ist da auch noch jetzt die familiäre Beziehung da. Also für mich ist inzwischen tatsächlich Australien sowas wie somit, ich kann es wirklich sagen, fast die zweite Heimat auch geworden. Da hat sich für mich tatsächlich, ich kann es nicht anders nennen, tatsächlich ein neues Universum geöffnet damals. Ja, ist nur schade, dass es so weit weg ist, ne?
Ja, wobei, ich muss dir ehrlich sagen, also das Verrückte ist ja, dass Entfernung was auch was Relatives und auch was Subjektives ist. Das brauche ich dir jetzt als Pilot gar nicht sagen. Aber meistens ist es doch so, wenn du jetzt verreist und sag mal, ob ich jetzt, und ich bin ja eh relativ viel international unterwegs, und ob ich, wenn ich jetzt mal im Flieger sitze, dann ist es mir ehrlich gesagt eigentlich auch fast Hupe, ob ich jetzt sage, ich bin da jetzt, fliege jetzt mal in 7 Stunden nach New York oder ich bin dann halt mal 21 Stunden Richtung Sydney unterwegs, weil da fliegst du ja nicht, da fliegst du ja jetzt auch nicht für einen Tag oder so rüber, sondern da bist du ja dann in der Regel dann auch 3 oder dann auch 4 Wochen. Mhm. Aber ach, du, also das Schöne ist ja auch noch, die Jahreszeiten sind ja nochmal entgegengesetzt, deswegen ich versuche immer, meine Winter, deswegen fehlt mir dieses Jahr so die Sonne. Ich versuche immer, meine Winter dann auch irgendwo in Australien zu verbringen. Ja. Auch Weihnachten ist, gibt für mich nichts Schöneres, als irgendwie bei schönem Wetter am ersten Weihnachtsfeiertag am Bondi Beach oder sonst da wo zu sitzen und Weihnachten zu feiern. Das ist einfach toll. Machen jetzt viele, die zuhören, wahrscheinlich denken, oh Gott. Aber ich persönlich, ich finde es einfach super. Gerade wie gesagt, wenn du es halt mit Familie vor Ort verbinden kannst, das ist toll. Ja, das kann ich schon gut nachvollziehen, weil für uns so ein Sehnsuchtsort Südafrika ist, der jetzt ja zumindest was Jahreszeiten angeht, ja auf derselben, auch auf der Südhalbkugel ist. Und wir haben das früher, bevor die Kleine da war, auch oft so gemacht. Und jetzt freuen wir uns auch drauf, dass die jetzt dann in ein reisefähiges Alter langsam kommt, wo man mit ihr auch 12 Stunden im Flieger hocken kann. Aber trotzdem, ich finde schon so, also für mich war immer so die längste Strecke Singapur, und dann kommt man natürlich schon ins Gespräch mit Kollegen und schaut sich so an, wo andere Airlines hinfliegen, und ich muss sagen, mir hat schon immer so nach 12, 13 Stunden hat es mir dann schon einfach gereicht. Und wenn ich, da haben wir natürlich gerade in Singapur auch immer viele Gäste an Bord gehabt, die dann noch weiter nach Australien geflogen sind, weil es so einer der Hauptumstiegsorte für Australienreisende ist. Ja. Und ich dachte mir, da meine Güte, jetzt nochmal so lang, glaube, ich würde echt am Rad drehen und eine Pause in Singapur erstmal machen. Aber Florian, das musst du anders sehen. Da musst du einfach, die Vorfreude steigt. Ja. Also wenn du in Singapur dann in den Flieger steigst, Richtung Sydney oder je nachdem, wo du hinfliegst, oder Richtung Melbourne, dann steigt die Vorfreude dermaßen, dass das gar nicht mehr so nochmal, ich sitze da jetzt nochmal 8 Stunden im Flieger, sondern dass das wirklich dann eher sowas ist, wo du dich wirklich eigentlich freust. Und dann siehst du ja meistens dann schon nach 4, 5 Stunden guckst du ja, siehst du unter dir ja zumindest dann schon wieder den australischen Kontinent, auch wenn du dann noch weitere erstmal 3, 4 Stunden fliegst, bis du dann auch tatsächlich zu deiner Destination kommst. Nee, aber das, was du sagst, ich glaube, das Schöne ist halt, du kannst es ja solche Dinge mit Zwischenstops verbinden. Also das letzte Mal auch haben wir in Singapur wieder Halt gemacht. Da allerdings dann das Pech gehabt, im kompletten tropischen Regen in Singapur einen kompletten Tag zu verbringen. Und das macht dann tatsächlich am Ende des Tages keinen Spaß, weil ich bin jetzt nicht so der Fan von Einkaufsmalls. Ja, nee, das kann man sich dann tatsächlich sparen. Wenn da mal Regen angesagt ist, nachhaltig, dann hat das auch mehr was von Sinnflut. Das stimmt absolut. Ich persönlich muss ja sagen, im Rahmen meiner Ausbildung ist mir Australien zunächst mal bekannt geworden, eigentlich aus einem Weinland, jetzt sind wir wieder beim Thema Wein, aus Weinland bekannt geworden, was berühmt ist, oder sich einen Namen gemacht hat als Großmengenproduzent, weil ich glaube, wenn ich jetzt das so halbwegs richtig im Kopf habe, 90% kommen ja auch aus der Ursprungsbezeichnung, wenn man es so nennen möchte, Südostaustralien. Und was das Faszinierende war, dass uns Australien zunächst mal vorgestellt worden ist als Land, was führend ist in der Kellertechnik, wegen den großen Distanzen, die überbrückt werden müssen zwischen Anbaugebiet und Weinerzeugungsbetrieb quasi, dass da Australien wirklich viel Pionierarbeit geleistet hat, wie man mit Trauben, wie man mit Most umgeht, wie man die, sage ich jetzt mal so gesehen, industrielle Produktion weiterhin optimieren kann. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Aber vielleicht bleiben wir gerade mal bei der. Wie siehst du Australien als Großmengenproduzent? Und da kommt natürlich immer die Marke Yellowtail zur Ansprache, die auch bei uns fast jeder kennt. Welchen Stellenwert hat Australien als Großmengenproduzent? Ja, natürlich ist Australien tatsächlich einer der, war dann auch mit einer der Pioniere, wenn man jetzt mal über dieses, ich
mag eigentlich dieses Bild dieser neuen Welt immer irgendwie nicht, was ist alt und was ist neu, aber mal das jetzt hinangestellt, wenn man mal jetzt über Überseeproduzenten aus unserem Blickwinkel guckt, da war natürlich Australien diejenigen oder eine der Vorreiter von diesen fruchtbetonten, leicht zugänglichen Stilistiken, die dann auch noch zu einem guten Preis im Markt angeboten worden sind. Und das war natürlich auch von Anfang an das, was dann auch die Supermärkte, was einfach das Volumensegment aufgerollt hat. Und was natürlich auch einige, wenn du es jetzt mal im Sinne einer Entwicklung auch hier in der europäischen Weinlandschaft anschaust, dazu geführt hat, dass sie natürlich auch in der europäischen Weinlandschaft extrem viel weiterentwickeln musste, zum Teil auch eben, weil du sonst hier auch als Produzent vom Markt abgehängt worden wäre. Wenn du mal gerade an Genossenschaften jetzt in Spanien, in Südfrankreich etc. Die anschaust, die auf einmal in Konkurrenz standen oder die sich einfach einer komplett neuen Konkurrenz gegenüber gesehen haben, die eben dann aus Australien, später Chile, Argentinien etc. dann auf den Markt gekommen sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass jetzt auch gerade dieser technologiegetriggerte und technologiebezogene Weinbau in einem größeren Maßstab, wenn du in die Riverina, wenn du nach Riverland guckst, dann entsprechend eben so auch umgesetzt wurde. Also am Ende ist es ja in Australien und da hast du halt die Vorteile, du hast ein gleichbleibendes Klima, du hast jetzt keine relativ wenige Regeln, die dich jetzt im Hinblick auf Appellationen einschränken, sondern du kannst halt tatsächlich dich darauf konzentrieren, perfektes Trauben zu erzeugen und das dann eben auch in großen Mengen zu verarbeiten. Das haben die Australier relativ generalstabsmäßig wie andere dann auch angelegt und umgesetzt. Natürlich stößt das Konzept dann auch schon an einigen Stellen eben an die Grenze. Das erleben wir jetzt alle, wenn es um das Thema Wasser zum Beispiel geht, Wasser verfügbar geht, dass eben zum Beispiel zum Teil die Wasserpreise dann eigentlich der limitierende Faktor sind. Ne? Also wenn ich mir gucke, wie viel Wasser brauche ich, um jetzt einen Liter Wein zu erzeugen, rechnet sich das dann für mich in dem Volumensegment. Und da ist natürlich. Aber sehr, da geht es ja jetzt auch nicht nur um Preis, sondern da sind wir ja auch immer in der Diskussion, Wasser in Konkurrenz für Pflanzen, ja. Landwirtschaft und auch der Menschen letzten Endes, oder? Aber am Preis macht sich halt am augenfälligsten und gerade in den Ländern am augenfälligsten fest. Also wo du siehst, du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, also ich schöpfe jetzt mal ganz einfach gesprochen, ich schöpfe mein Wasser aus dem Fluss, sondern du musst Wasserrechte kaufen und da drückt sich schon mal der Wert oder der Wert des Wassers tatsächlich auch dann in Geld aus. Und natürlich bist du in Konkurrenz mit anderen Produkten. Also wenn du dann sagst, ich erzeuge dann Avocados, erzeuge ich Wein, Getreide, Avocados, was auch immer, da musst du halt gucken. Das ist eine ethische Frage. Ne? Wie ernähre ich Menschen? Und ist Wein heute, das führt wahrscheinlich jetzt zu weit, ist Wein ein Produkt, was wir unbedingt brauchen? Oder sollten wir stattdessen andere Agrikulturprodukte erzeugen? Das ist eins. Aber am Geld macht es sich halt fest, dass du, wenn du sagst, ich will ein stabiles Volumen produzieren zu einem günstigen Preis, was ich dann eben auch entsprechend in den Supermärkten platzieren kann und unterbringen kannst, da stößt du dann auch schon schnell an Grenzen. Oder was man jetzt gerade im Moment sieht, ist, die Zölle, die jetzt die Australier, die haben ja diesen Streit gerade mit China im Hinblick auf die Politik, worauf China ja Zölle bis zu 212% Strafzölle eingeführt hat auf australische Weine. Da brauchst du dann, und da ging es relativ viel von diesen sogenannten Balkweinen dann auch jetzt hin. Ja. Da brechen wir auf einmal komplette Segmente weg. Aber das ist eben nur tatsächlich die eine Seite, weil die andere Seite, die eigentlich viel spannender ist und die wir hier auch überhaupt nicht so mitbekommen und was, wie gesagt, auch für mich so dieses Erleben damals war, ist diese in einem viel kleineren Maßstab, ich will damit nicht sagen ein, zwei Hektar unbedingt, sondern einfach einmal in einem kleineren Maßstab, wo wirklich Familien dahinter stehen, die morgens aus dem Fenster gucken auf ihre Reben und nicht auf irgendwelche Tanklager, von denen es auch über 2.500 in Australien gibt, die dann jeden Tag auch da gucken müssen, nicht auf einem industriellen Niveau, sondern tatsächlich da auch auf einem handwerklichen Niveau Wein zu erzeugen. Und gepaart mit dem, was du auch angesprochen hast, dieser Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien, neuen Anbaumethoden,
total spannend ist. Und das gilt übrigens auch für den großindustriellen Bereich. Also wenn du dir anschaust, die Methoden, die etabliert werden oder entwickelt wurden, um Wasser zu sparen. Also wo ich sage, ich bewässere zum Beispiel nur noch die Hälfte der Wurzeln eines Rebstocks, um Wasserstress zu erzeugen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber trotzdem ihm noch genug Wasser zu geben, damit er sich weiterentwickeln kann, damit die Photosynthese läuft und die Traubenentwicklung. Da gibt es unglaublich spannende Entwicklungen und Versuche. Und da sind natürlich so Länder wie, nimm Amerika, nimm Australien, die einfach mal per se sehr technologieoffen sind und sowas auch aktiv annehmen. Natürlich jetzt für jemanden auch wie mich, der sich auch für solche Dinge interessiert, total spannend. Ja, ja. Weil das Schöne in diesen Ländern ist halt, ich gucke mal positiv auf Technologien, was können sie mir tatsächlich helfen und nicht manchmal wie bei uns, wo man immer erstmal alle Risiken abwägt, bevor man mal überhaupt auf die positiven Dinge schaut. Ich übertreibe jetzt, aber in vielen Fällen halt ja leider schon. Absolut richtig. Ich lebe es ja auch in Weinproben ständig oder in der Absprache, wenn man jetzt eine Weinprobe veranstaltet, dann frage ich immer, was wollen die Leute probieren? Und dann hört man halt immer, ja, ich trinke lieber spanischen Wein statt französischen. Und da zucke ich natürlich innerlich schon immer ein bisschen zusammen, weil ich mir denke, wow, zwei riesen Weinländer, die über einen Kamm zu scheren, ist natürlich ein bisschen vereinfacht, mal ganz vorsichtig gesagt. Aber jetzt sind wir ja bei Australien und da sprechen wir ja von einem ganzen Kontinent. Und ich sag mal, eigentlich ist es ja immer schon ein Stück eine so große Vereinfachung, dass es eigentlich schon wieder falsch wird, von dem australischen Wein zu sprechen, weil es ist ja ein gesamter Kontinent mit noch einer kleinen Kindsinsel im Süden angelegt, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ich sag mal, es gibt natürlich hier, abgesehen von den klassischen Gebieten in der Nähe von Adelaide, die auch die französischen Rebsorten jetzt aufgreifen und dafür sich einen riesen Namen gemacht haben, gibt es natürlich auch noch andere Regionen, die auch eine Spitzenqualität liefern. Also ich meine Margaret River, ganz im Westen bei Perth gelegen und natürlich auch, was du schon gerade angesprochen hast, die Rieslinge aus dem Osten des Landes quasi, des Kontinents. Da sieht man schon, wie groß die Spannbreite eigentlich ist. Ich habe mal erst in der Ausbildung zum Akademiker zum ersten Mal, glaube ich, war es oder was, Level 3, weiß ich nicht mehr, zum ersten Mal einen australischen Riesling probiert und war total überrascht, wie anders die Stilistik ist. Überrascht es dich, Thomas, dass australischer Riesling bei uns als die Riesling-Nation schlechthin vielleicht, zumindest ist das Selbstverständnis ja so, hier überhaupt gar keine Rolle spielt? Oder ist es für dich eher eine logische Konsequenz, dass bei uns australischer Riesling negiert wird? Ja, also ich glaube, Zweiteres, ne? Das ist wie Eulen nach Athen tragen. Ja? Oder keine Ahnung, wie amerikanische Weine nach Frankreich ins Burgund tragen oder so. Also ich glaube, das ist einfach, ja, ich glaube einfach, wenn du, warum, wir haben hier so viele Rieslinge, wenn du jetzt als Konsument vor dem Weinregal stehst und schaust dir mal an. Also jetzt bist du der normale Konsument, stehst vor dem Weinregal, bist eh schon überwältigt. Da fällt dir vielleicht der Australische, der dann hinten vielleicht mit ein, zwei Flaschen noch stehen könnte, sage ich jetzt mal in der ganzen Bandbreite, eh jetzt erstmal nicht ins Auge. Das ist eine. Und ich glaube, für den echten Riesling-Freak, zumindest sehr, sehr viele, die ich in Deutschland erlebe, die trinken sich tatsächlich lieber erstmal durch Deutschland, Österreich, vielleicht auch nochmal durchs Elsass, bevor sie jetzt irgendwie in andere Regionen der Welt gehen. Ich glaube, das ändert sich gerade ein bisschen, wenn man sich so diese Generation Z, die jetzt ranwächst, die Generation Z, wie man mal sagt, die dann tatsächlich noch aufgeschlossener für andere Dinge sind. Ich glaube, da entstehen noch mal ein paar Fenster, aber ganz ehrlich, ich glaube nie, dass australischer Riesling jetzt hierzulande irgendwie der große Megaseller wird. Aber noch mal kurz auf deine Punkte, die du gerade angesprochen hast. Es sind eben das Spannende, nicht nur diese klassischen Gebiete, was du jetzt aufgezählt hast, Margaret River und auch jetzt mal, wo du raus wolltest, glaube ich, Clare Valley, Eden Valley für Riesling, sondern du findest ja inzwischen total neue Regionen. Denk mal an Orange, ist nicht nur ein Weinstil, sondern ist tatsächlich auch eine Region in Australien. Da machst du in über 1000 Meter Höhe Wein. Das war früher eine Obstregion. Jetzt eben sehr, sehr viel Weinbau, sehr frische, kühlere Stilistiken.
im Moment ohnehin gerade in Australien sehr, sehr stark am weiter reüssieren sind. Seit ungefähr 10 Jahren ist da ein ganz starker Trend, auch den du jetzt auch langsam über UK gemerkt, auch zu uns reinschwappt, eben diese kühleren, frischeren Stilistiken, die hervorragend zu Seafood und zu leichteren Speisen passen. Das sind Dinge, von denen du hier tatsächlich gerade in Deutschland noch wenig wahrnimmst. Das sieht natürlich zum Beispiel in England schon ganz anders aus. Da gehört ja, und da gehört zum Beispiel auch australischer Riesling, findest du da nahezu in jeder Bar. Aber dass das natürlich aus England auch als ein Land ist, was sehr international auch im Wein aufgestellt ist, natürlich auch beim Riesling internationaler aufgestellt ist als der Riesling-Weltmeister Deutschland, ist auch klar. Ja, aber das fand ich gerade das Spannende an der WSET-Ausbildung auch, dass man quasi die Weinwelt aus einer, ich sage jetzt mal vielleicht, englischen Perspektive beigebracht kriegt und die natürlich mit ihrem Commonwealth und so weiter natürlich ganz anders international aufgestellt sind und auch einen anderen Fokus auf viele Sachen haben. Das fand ich eigentlich eher bereichernd und war total überrascht, was man da alles entdecken kann. Jetzt ist ja, du hast es schon angesprochen, Generation Z, da spielt natürlich Nachhaltigkeit und Regionalität auch eine sehr große Rolle. Wir beide erleben es ja nicht täglich, aber regelmäßig auf Clubhouse, wo jetzt ja die neue Winzergeneration ständig zum Interview auch geboten wird und auch in meinen Weinproben erlebe ich es auch immer in der Absprache, welche Weine wollen wir verkosten. Und da kommt man immer wieder bei vielen Leuten auf den Punkt, ja, mir wäre es ganz recht, wenn wir zumindest in Europa, wenn nicht in Deutschland bleiben, weil ich aus dem ökologischen Gewissen raus und auch aus einer regionalen Verpflichtung heraus mir lieber diese Weine quasi aus dem unmittelbaren Umfeld besorgen möchte. Und die haben zum Teil, gibt es einfach ein Kundensegment, ich will das auch gar nicht werten, denen es sehr schwer fällt, aus Chile, Australien, Neuseeland Wein zu kaufen, weil sie das im Zuge ja der Klimakatastrophe als nicht legitime ansehen. Was antwortest du diesen Leuten, die du im Gespräch ja sicherlich auch schon erlebt hast, die sagen, ich allein wegen der Distanz möchte ich nicht australischen Weine zum Beispiel zu bleiben trinken? Ja, also zum einen sage ich immer, und da bin ich ein absolut liberaler Mensch, es soll tatsächlich jeder das trinken, was ihm schmeckt, was er für vertretbar hält. Oder will ich an der Stelle, sage ich immer, will ich auch niemanden zu irgendwas bekehren, weil das ist jetzt ein allgemeines Statement, nicht auf den Wein bezogen. Ich finde, im Moment haben wir viel zu viele Menschen, die versuchen, irgendjemanden von irgendwas oder von irgendwas zu überzeugen, irgendwie in irgendwelche Kisten reinzuschieben, also Kästchen reinzuschieben. Und das mache ich nicht, weil ich denke, ich bin sehr, wie soll man sagen, multinational, international, verschieden kulturell erzogen worden. Ich habe immer die Welt als Bereicherung und auch das Reisen als Bereicherung empfunden. Jetzt kann man immer über CO2-Abdrücke etc. streiten, weißt du, vom Fliegen auch. Ich glaube trotzdem, dass wenn man das alles mit Augenmaß tut, es den eigenen Horizont erweitert. Und ich glaube, das ist einfach was gerade heutzutage umso wichtiger, dass wir alle ein Verständnis füreinander entwickeln. Das betrifft die Menschen und das betrifft für mich zumindest auch ganz klar die Weinstile. Und ich glaube, viele Dinge, wenn ich mir sage, ich trinke regional und ich esse regional, das finde ich alles fair und in Ordnung. Das ist eine Entscheidung, die jeder trifft. Ich glaube, man muss aber das Thema einfach insgesamt weiterfassen. Ich glaube, ich bin auch dabei und ich bin ein absoluter Vertreter davon und sage, wir dürfen Landwirtschaft nicht auf Kosten der nächsten Generationen oder auch auf Kosten von anderen Menschen dieser Welt machen, die derzeit leben. Also ich bin ein absoluter Gegner davon, Lebensmittel zu vernichten. Sowas treibt mich um, wenn auf der einen Seite der Welt Menschen hungern und auf der anderen Seite der Welt Lebensmittel vernichtet werden. Finde ich ganz fürchterlich. Und ich glaube, wir müssen auch alles tun, um den Klimawandel in der Form Einhalt zu gebieten, ob es wir tatsächlich können oder nicht, sei dahingestellt, aber das ist unsere Aufgabe. Aber ich glaube, wir müssen die Dinge einfach mit Augenmaß tun und wir müssen die Dinge, glaube ich, eben ganzheitlich und gesamtheitlich betrachten. Und wenn du dir anschaust, wie Weine erzeugt werden und transportiert werden, dann muss man halt auch zum Teil sagen, wenn man sich Transportwege anschaut, aus Australien heraus oder auch aus anderen Ländern heraus, wo ich mit dem Schiff transportiere, dann sieht meine Energiebilanz zum Teil eben
besser aus, als wenn ich mit dem LKW von Sizilien oder von Südspanien meinen Wein rüberbringe. Ich will das auch nochmal, mir ist ganz wichtig, ich will es nicht werten, ich will einfach nur, dass Leute einfach so das Gesamtding in Betracht ziehen. Nicht nur, weil etwas weit weg ist, braucht es auch gleich viel CO2, um es nach Hause zu bringen. Also wenn ich meine Flugananas und meine Flugavocados, die ich jetzt gerade mit meinem Hipster-Toast esse, ich gehe jetzt auch wieder in Klischee bewusst rein, sieht meine Energiebilanz vielleicht nicht unbedingt besser aus, als wenn ich sage, ich trinke eine Flasche auch von einem Supermarkt australischen Wein, der in einem Bulk, das heißt, der in einem großen Container hergebracht worden ist, der eigentlich tatsächlich erst in Europa gefüllt worden ist, der vielleicht sogar in Flaschen gefüllt worden ist, die recycelt sind, die ein leichtes Gewicht haben und nicht diese superschweren, die wir zum Teil kennen und die dann im LKW noch mehr CO2 erzeugen oder eben noch mehr Treibstoff verbrennen. Das muss man sich, glaube ich, im Gesamten anschauen. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht nur Weine irgendwie aus Australien trinken. Ich glaube, es macht einfach da auch die gesunde Mischung. Ich liebe genauso Weine aus Südafrika. Ich liebe Weine aus Amerika. Und die trinke ich. Ich trinke umgekehrt nicht zum Beispiel jetzt irgendwie ein Fidschi-Mineralwasser hier, was irgendwie dreimal um die Welt gekarrt ist. Aber wenn einer sagt, und deswegen will ich auch da keinem eine Vorschrift machen, wenn einer sagt, das schmeckt jetzt anders und er verzichtet und er guckt dafür an einer anderen Stelle irgendwie gut oder besser mit der Umwelt umzugehen, soll mir das auch recht sein. Ja, aber ich bin eben nicht derjenige, der jetzt meint, ich muss jetzt einem vorschreiben und sagen, Wein aus X ist gut und Wein aus Y ist böse. Auch wenn ich natürlich sehr viel Kommunikation auch für einen australischen Wein mache. Deswegen bin ich da sicherlich auch, sage ich auch immer gleich vorneweg, da habe ich vielleicht auch ein positives Vorurteil. Aber ich glaube, wie gesagt, es gilt mit allen Dingen, man muss es gesamtheitlich sehen. Dann dürfen wir alle keinen Kaffee mehr trinken, der auch irgendwie von weiter aus hergebracht wird. Und wenn man das alles wegnimmt, dann weiß ich nicht, was dann auch von Gesellschaft und von dem, was uns auch ein bisschen Vergnügen macht und nicht irgendwie zwar auf Teufel komm raus Vergnügen, sondern einfach so das kleine Vergnügen am Tag. Ich finde, das ist einfach wichtig und es gehört zum Menschsein dazu. Absolut. Also ich denke, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, der auch jetzt gesellschaftspolitisch sehr wichtig wurde, dank Trump und auch Corona auch immer wichtiger wird, ist halt diese, wie habe ich es letztens gelesen, der Fachbegriff war die emotionale Evidenz nimmt überhand und man muss schon aufgeschlossen sein, einfach auch noch für die tatsächlichen Fakten und dann vielleicht ein bisschen von der Ideologie abrücken und offen sein, sich auch von neuen Fakten vielleicht eines Besseren belehren zu lassen. Und mein Beispiel ist es eben genau immer das, dass der CO2-Abdruck von Sydney oder Auckland nach Rotterdam oder Hamburg pro Flasche, je nachdem, mit dem Schiff oft besser ausfällt für diese Strecke, als wie die Strecke dann von Rotterdam nach München mit dem LKW oder, was du gesagt hast, von Sizilien oder von La Mancha in Spanien mit dem LKW zweimal übers Hochgebirge gekarrt, muss nicht unbedingt besser ausfallen. Und da muss man sich eben, wenn man es richtig machen möchte, vielleicht tatsächlich die Fakten nochmal auch ein bisschen genauer anschauen und weniger auf seiner eigenen Ideologie rumreiten und die meistens dann ja ein bisschen emotionsgetrieben ist. Aber ich will es nicht werten. Ich generell sehe ich auch so, jeder soll das Recht haben, das zu tun, was er für richtig hält. Und dabei, glaube ich, können wir es auch so stehen lassen. Sag doch nochmal ein, zwei Worte, weil mich das auch persönlich interessiert, zu den australischen Anbaugebieten. Zum einen Margaret River, was mir oft angetragen worden ist als ein sehr spezielles Anbaugebiet in Australien, weil benutze ich den Begriff auch nochmal, vielleicht tendenziell eher für eine alte Weltstilistik steht, für elegante Weine, vielleicht auch für einen ganz originär australischen Stil, und das andere Tasmanien, was mit vielleicht die kühlste Region in Australien ist. Vielleicht kannst du diese zwei Gebiete mal herausgreifen und ein bisschen vorstellen. Ja, also fangen wir vielleicht mit Margaret River an. Das war auch eins der Gebiete, wo ich zuallererst war, als ich in Australien war, weil das einfach eine perfekte Region zum Surfen ist. Also wer jetzt unverfälschte Natur, wer jetzt, sagen wir mal, australisches
Casual Living sucht, der ist wirklich in Margaret River oder in Westaustralien von Perth runter. Es geht ja dann noch weiter, ist da einfach richtig aufgehoben. Also Margaret River ist halt tatsächlich eine der inzwischen eigentlich in Australien somit eine der klassischen Regionen, wobei es tatsächlich eine der vergleichsweise spät entdeckten Weinregionen ist, weil es war tatsächlich in den 1960er Jahren. Da waren Wissenschaftler auf der Suche nach Ackerbau, Anbaugebieten, wo man jetzt bestimmte Pflanzenarten kultivieren kann. Und dann kam man halt bei Bodenuntersuchungen, bei Klimauntersuchungen drauf, dass eigentlich die Region Margaret River relativ ähnlich dem ist, den klimatischen Bedingungen, die man in Bordeaux findet. Stimmt nur zum Teil, weil natürlich Bordeaux nochmal einen anderen Reifeverlauf hat mit dem atlantischen Klima, als ich es jetzt habe in Margaret River. Aber was man halt feststellen kann, ist, obwohl es tagsüber eben sehr warm ist, du hast trotzdem einen kühlenden Einfluss vom Meer, weil das sind sozusagen die Weinberge, einfach gesagt, die sind von drei Seiten von Meer umgeben. Und da ja unterhalb von Australien nur noch die Antarktis liegt, der Südpol, kannst du sagen, ist das irgendwie die größte natürliche Klimaanlage, die ich habe, ist tatsächlich der Ozean, der dann eben entsprechend zum Kühlen der Trauben sorgt, dafür, dass ich eben zum einen tagsüber warm habe, tolle Frucht entwickle und abends aber oder diese Meeresbrisen wird gleichzeitig wieder eine Kühle in den Weingarten reinbekommen. Das ist so ein bisschen so wie in anderen Regionen auch, wo du jetzt zum Beispiel jetzt geguckt nach Napa, wo es dann der Nebel ist, ja, und von der San Pablo Bay hochkommt, der dann auch eben entsprechend für eine Abkühlung sorgt. So, das ist eine. Das zweite ist, die haben auch von den Böden findest du eben auch sehr gut diese gut trainierten, kieshaltigen Böden, die so ein bisschen in die Richtung gehen wie Bordeaux. Und da deswegen ist man da dann eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre dahin gekommen, diese Bordeaux-Stilistiken oder diese Bordeaux-Rebsorten zu pflanzen und daneben auch Chardonnay, um quasi so ein bisschen diese Art von alte Weltstilistik nicht nachzuahmen, aber Weine sozusagen in der Tradition zu erzeugen. Das waren dann auch sehr viele Ärzte, weil damals war ja auch gerade der Trend, dass Rotwein gesund ist und viele Ärzte, die pensioniert waren oder die eben ein bisschen Geld verdient hatten, haben da dann Weingüter aufgebaut. Mhm. Heute ist Margaret River tatsächlich eine der klassischen Regionen. Es ist immer noch eine Region, wo du relativ wenig erlebst. Perth als Stadt ist jetzt auch nicht so für jemanden, der den Lifestyle so sucht, sondern die Region ist halt unglaublich spannend für Natur. Die haben sehr viele Musik- und Kunstfestivals zusammen mit dem frischen Seafood zusammen. Mhm. Ist für mich eigentlich perfekt. Ist es einfach die perfekte Region. Inzwischen, wenn es jetzt um Cool Climate Regionen geht, ist sogar, wenn du jetzt von Westaustralien erstmal bleibst, bevor wir rübergehen nach Tasmanien und runtergehst in Richtung Great Southern, das ist inzwischen die Region, wo jetzt auch sehr, sehr stark diese Cool Climate Rieslinge inzwischen auch herkommen, wo du sehr, sehr crispe Stile findest, wo du auch nicht mehr nur diese ganz trockenen Stillistiken findest, sondern auch inzwischen die ein bisschen so mit Restsüße arbeiten, die auch total spannende Geschichten, zum Teil sehr floral, weg so ein bisschen von dem, was du eben zum Beispiel in Clare Valley hast, mit diesen wirklich sehr geradlinigen, trockenen Riesling-Stilistiken, ist sehr spannend. Wie gesagt, Margaret River ist immer wieder der Klassiker und für mich auch immer noch eine der Top-Regionen, wenn es um diese Bordeaux-Blends geht. Oder auch beim Weißen zum Beispiel auch, neben dem Chardonnay findest du eben auch sehr gute Sauvignon Blanc und Semillon Blends zum Beispiel, die auch sehr, sehr frisch sind, gerade auch zu dem Seafood. Ist aber, wie gesagt, tatsächlich eher so inzwischen eine der etablierten und klassischen Regionen. Im Gegensatz dazu ist dann halt, wenn wir sozusagen auf die andere Seite Australiens hoppen, 5000 Kilometer quasi wieder in die andere Richtung. Da kommen wir dann nach Tasmanien. Das ist ja für die Leute, die es jetzt irgendwie gerade nachgoogeln, ist sozusagen, das ist der Anhängsel, das ist das Anhängsel, was ich unterhalb von Australien habe, wo es dann auch wieder Richtung Südpol geht. Das ist dann ungefähr, also da ist dann, das ist wirklich die erstmal grundlegende Art her, ist es eine der wirklich kühlsten und kühleren Regionen. Da unten kann man auch hervorragend segeln, also für alle Freunde des Segelsports. Das ist einfach traumhaft da unten. Also das ist auch da wieder diese Insel oder sag mal, diese größere Insel ist dann auch wieder von Meer umgeben, auch wieder kühlender Effekt. Gleichzeitig bin ich natürlich da unten nochmal vom Breitengrad her noch weiter südlich, heißt
wie bei uns eben, weil wir jetzt auf der Südhalbkugel sind, als wenn wir jetzt weiter in den Norden gehen würden. Und damit erstmal auch ein kühleres Klima. Deswegen ist das die Region, wo man auch schon relativ frühzeitig hingegangen ist, um Sparkling-Wein zu erzeugen, also Schaumweine zu erzeugen, weil man halt gesagt hat, ja, da habe ich jetzt kühlende Einflüsse, habe aber gleichzeitig eben auch die keinen Frost in der Form, sondern es ist eigentlich optimal für Sparkling-Weine. Aber inzwischen auch, und das vergessen eben viele, dass es nicht nur kühle Ecken da in Tasmanien gibt, sondern du hast dann auch einige von diesen Einkerbungen, von diesen Tälern, wo du wirklich auch wie, Brennglas ist jetzt übertrieben gesagt, aber wo du so quasi auch die Täler so als Hitzesammler wirken und wo du inzwischen auch tatsächlich hervorragende Cabernets findest. Aber natürlich grundlegend ist Tasmanien das Land der Schaumweine, das Land der Chardonnays und der Pinot Noirs, so dieser kühleren Stilistiken. Also nicht dieses opulent fruchtige, sondern eher dieses reduziertere, sehr puristische zum Teil. Und da einige von den Rebstöcken, die früher auch oder ganz am Anfang für die Schaumweine benutzt worden sind, wo man dann gemerkt hat, vielleicht sind es die nicht, da werden jetzt einige davon auch für Stillweine benutzt und sich zum Teil dafür auch besser eignen. Du findest sehr viele kleinere, die da sehr experimentell unterwegs sind, die da sich niedergelassen hatten, als die Bodenpreise in Australien hochgegangen sind an anderer Stelle. Problem ist jetzt auch, dass Tasmanien auch zum The Hottest S... gehört, sodass da jetzt die Bodenpreise leider auch nach oben gehen und das macht sich jetzt auch bemerkbar natürlich für alle die da jetzt weiter expandieren wollen. Also Tasmanien aus der Schulzeit kenne ich eigentlich also erst noch von dem tasmanischen Teufel. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon mittlerweile ausgestorben ist oder ob es den noch gibt. Und also es klingt nach einem windigen Stückchen Erde, wenn du sagst, Segeln ist da bekannt, aber mir ist tatsächlich gerade in den Kopf gekommen, die größte Stadt, glaube ich, ist Hobart auf der Insel. Und ich glaube, irgendeine wichtige Regatta macht da auch immer wieder Halt. Wenn man Tasmanien jetzt vor sich hat, ich habe es gerade mal auf Google Maps nebenbei aufgemacht, wo liegen da die Anbaugebiete zwischendrin, zwischen Devonport und Hobart? Oder ja, wenn du Tasmanien hat ja so ein bisschen sowas wie so eine Dreiecksform, ne? Erweitert Dreieck, ich muss es jetzt auch gerade mal aufmachen. Wenn du im oberen Teil bist, der sozusagen grenzt, der, wo du jetzt nach in Richtung Australien guckst, also das ist so die klassische Region, wo man sich zunächst niedergelassen hat, wo dann auch eben sehr, sehr viele von diesen Schaumweinproduzenten waren. Und wenn du jetzt quasi auf die östlichste Küste nach unten guckst, wo du diese Einschnitte siehst, diese Täler, das ist dann die Region, wo dann jetzt auch zum Teil diese Cabernets oder wo du dann eben auch diese Rotweinstilistiken mal ganz grob gesprochen. Aber natürlich jetzt über die Insel verteilt, finden sich da die unterschiedlichen Plots. Und das ist eben in Australien anders auch als in unseren europäischen Weinbauregionen. Da du nicht da diese klassischen Appellationen hast, hast du natürlich einen viel größeren Mix. Auch da findet der eine, macht halt Sparkling-Wein und quasi dann hast du so ein windgeschütztes Tal, dann macht der eine daneben dann sein Pinot. Oder sogar zum Teil dann sein Merlot oder so. Mhm. Also das ist eben anders als wie du es so bei uns kennst. Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, weil es mich interessiert hat. Also Tasmanien bewegt sich so zwischen dem 41. und 43. Breitengrad. Und klar, wenn man jetzt die Weltkarte anschaut, dann kommt danach nicht mehr viel. Also die Südspitze Neuseelands ist noch ein bisschen südlicher. Aber ich sage jetzt mal, auf die Nordhalbkugel projiziert ist 41., 43. Breitengrad. Da sind wir eigentlich so im Italien-Bereich, größenordnungsmäßig. Aber natürlich ein ganz anderes Klima, umschlossen von dem, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das Meer da unten? Ist das noch Indischer Ozean oder was ist das dann? Steht hier jetzt leider gar nicht. Aber ist natürlich vom klimatischen, Tasmanische See nennt sich das, okay? Liegt nahe. Aber das wollte ich kurz einhaken. Das kannst du eben nicht genau vergleichen, weil ja klar, vom Breitengrad bist du Italien, aber du musstest tatsächlich, wenn du Tasmanien jetzt mal weiterfährst im Breitengrad, du landest tatsächlich ungefähr auf der Höhe von Neuseeland. Und der bestimmte Faktor ist natürlich anders als in Europa oder auch in Amerika, wenn du auf der Höhe bist, wo du über Landmasse sprichst, redest du ja hier tatsächlich über den Ozean. Mhm. Und da ist natürlich der Ozean und da ist die Kühle vom Ozean und auch die Luftströme, die eben einfach eben auf der Südhalbkugel nochmal anders verlaufen als auf der Nordhalbkugel. Ja. Und gerade auch in der Abgrenzung zu den
insgesamt bei Australien hast du irgendwo dann die Abgrenzung hoch zu den tropischen Regionen. Und da wird es nach unten, ist das Wettergeschehen nochmal einfach anders, als wenn du es mit dem europäischen Wettergeschehen vergleichst, weil tatsächlich die Einflüsse andere sind. Deswegen gucken, das sage ich auch Leuten immer, die auf die Breitengrade gucken. Ja, Breitengrad gibt dir natürlich eine Indikation, wie steil ist der Winkel der Sonne dann zum und wie wärmt sich's auf. Aber am Endeffekt ist noch viel entscheidender, ist tatsächlich dieser maritime Einfluss. Naja, genau. Ja, also ich, es hat jetzt auch mehr so ein, war jetzt mehr so ein Fun-Fact, auf welchem Breitengrad es liegt. Aber die, sag ich mal, die Großwetterlagen, die klimatischen Bedingungen hängen natürlich einfach schon auch durch die Hauptwindströme ab und natürlich auch, wie viel Land darum umgeben ist. Ich meine, es war ja auch mal so ein Running Gag, wenn man anschaut, wie auf welchem Breitengrad New York liegt, und dann gibt's halt da einfach die Blizzarde, die vom kanadischen Festland runterblasen. Das ist natürlich was ganz anderes wie da. Und man muss es einfach am Klima festmachen. Makroklima, Mikroklima, die Breitengrade helfen da eigentlich nicht wirklich viel weiter. Da hast du absolut recht. Ja. Man muss sich halt auch überlegen, das macht sich der normale Weltkartenanschauer auch gar nicht bewusst, dass Australien die Landmasse von den Vereinigten Staaten umfasst. Mhm. Und dass zum Beispiel, wenn du Australien, die Landmasse, die Umrisse auf Europa überträgst, dann landest du irgendwo, wo du wirklich von Algerien, also noch weit aus Europa, wirklich bis hoch in den hohen Norden deckt auch Australien, wenn du so willst. Weit mehr noch oder noch ist noch größer als die Landmasse von Europa. Und da muss man sich erstmal klar machen, über welche Distanzen ich da insgesamt spreche. Und dann rede ich halt am Ende dann doch nur über 150.000 Hektar Weinbau. Der sich dann halt, wenn man so über Australien im Kopf hat, der sich halt dann immer im Schwerpunkt halt in den Küstenregionen bewegt, weil da habe ich halt die kühlen Einflüsse. Zweite ist, der dann halt in die Höhe geht, weil auch da ist es dann da, wo ich sage, ich kann mich eben absetzen von der Wärme, ne, alle 100 Meter 0,6 Grad kühler. Mhm. Und dann habe ich noch diese verschiedenen Bergmassive, nennen wir es mal so, die dann sozusagen nochmal für weitere klimatische Besonderheiten sorgen. Und das sind die drei Faktoren, die am Ende darüber entscheiden, auch in Australien, wo habe ich Weinbau? Mehr Nähe, Breitengrad und die Höhe mit Gebirgszügen. Ja, man muss es sich genauer anschauen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass manchmal eine Vereinfachung halt dann wirklich nicht mehr weiterhilft, weil es dann einfach verfälscht und auch die Zusammenhänge gar nicht mehr wirklich erkennen lässt. Und insofern sieht man es ja zum Beispiel auch bei uns an der Deutschlandkarte, wenn man sich die Weinanbaugebiete anschaut, es liegt eigentlich immer in der Nähe von Flüssen, eben weil die durch die Steilheit der Lagen oder durch die Wassermasse einfach auch für ein anderes Mikroklima, Masoklima sorgen, wie es jetzt vielleicht der pure Breitengrad ahnen lässt. Jetzt haben wir uns mit. Was noch dazu kommt, vielleicht noch als Punkt dazu, was viele Leute eben auch immer nie berücksichtigen. Ja, und weil die Flüsse natürlich neben den Rhein früher einfach die Autobahn war. Ja, das heißt, du hast halt da auch Wein erzeugt, wo du ihn verkaufen, wo du ihn verschiffen konntest, wo du ihn wegbringen konntest. Und das war dann halt oft auch der Fluss, der dann, denk jetzt mal an den Rheingau, anderes Thema, ne? Aber die Mönche im Kloster Eberbach, wo ich es dann direkt nach Österreich runtergebracht hat an die Mole. Und von da aus wurden die Weine dann verschifft, bevor es Eisenbahnen, bevor es Straßen in der heutigen Form gab. Ja. Hm. Und die Gebiete, die waren halt immer, warum war denn auch die Champagne zum Beispiel, warum war denn die Champagne jetzt auch so prädestiniert, um da jetzt Wein zu erzeugen? Hm. Nicht nur, weil ich da jetzt heute guten Champagner herbekomme, sondern weil es einfach in einer Tagesreiseentfernung oder in einer überschaubaren Entfernung war zur Stadt Paris, die einfach was trinken wollte. Und das sind so die Dinge, das ist manchmal ganz, ganz interessant, wenn du dir das mal auch historisch und auch so geopolitisch anguckst, warum denn Regionen so einen Aufschwung genommen haben oder auch Abschwünge genommen hatten. Das ist immer auch verbunden, mit Wirtschaft, mit Transportwegen und übrigens in der neuen Welt genauso. Also wenn du überlegst, solche Gebiete in Australien, wenn du nach Yarra Valley gehst, wenn du nach Mornington Peninsula gehst, das liegt jetzt ja rund um Melbourne war 1880 die reichste Stadt der Welt. Weiß man heute nicht mehr, war der Goldrausch damals.
So. Und die Leute, die natürlich da nach Gold geschürft haben, die dann eine Industrie rundherum gebaut haben, ne, die alle versorgt haben, also wo die Stadt entstanden ist, da hat es natürlich Sinn gemacht, wenn du so drumherum hast du dann halt angefangen, Weine anzubauen. Adelaide war das Gleiche, Weine anzubauen und die du dann in der Stadt, die du dann den Menschen da wiederum verkaufen konntest. Und das waren dann halt alles Entfernungen, die du noch irgendwie innerhalb von einem oder noch so in 2 Tagen absolvieren konntest, bevor die halt deine Lebensmittel verdorben sind. Mhm. Und so sind viele von diesen Gebieten erstmal hochgekommen und dann eben, als der Goldrausch vorbei war, zum Beispiel jetzt in Yarra Valley, wieder komplett erstmal in der Versenkung verschwunden, bevor es dann wieder in den 1970er Jahren mit dem Boom der Stillweine und dann eben auch solche Dinge wie Pinot und Chardonnay dann eben auch wieder floriert sind. Mhm. Interessant. Ja, absolut. Ja, ich sage das auch immer wieder, man muss da die Historie immer mit reinnehmen und einfach auch dann die Zusammenhänge und zu verstehen, auch zu verstehen, wie so eine Region eigentlich funktioniert. Und die Stilistik des Weines in einer konkreten Region ist jetzt keine Hirngeburt, sondern es ist einfach ein Ergebnis, wenn man so möchte, eine logische, vielleicht zwingende Konsequenz aus den ganzen Aspekten, die da eben mit reinfließen, sei es das Klima, sei es die Tradition, aber auch wirtschaftliche Überlegungen. Warum, was, wo gemacht wird, ist kein Zufallsprodukt, sondern es ist ein Ergebnis der Gesamtheit der Rahmenbedingungen, die da eigentlich. Ja, warum habe ich Madeira-Wein? Ne? Weil das einfach haltbar war für die Seefahrt. Ganz einfach. Ne? Indem ich es mit Alkohol stabilisiert habe und es dann auf dem Schiff hin und her geschippert habe, wurde das Zeug besser. Ja? Und damit hat sich das natürlich dann am Ende dann auch letztendlich als Stilistik etabliert. Nichts anderes. Da war ja keiner da, der gesagt hat, ich kreiere jetzt einen neuen Stil und der sieht dann so und so aus, sondern das sind dann Dinge, die halt einfach zum Teil dann auch so geworden sind. Ja, ganz genau. Jetzt haben wir uns ein bisschen verratscht mit Australien, Thomas, aber ein Thema, was vielen Leuten unter die Nägel brennt. Deswegen würde ich das jetzt noch ganz gerne ansprechen, bevor wir uns dann dem Sparkling Shiraz zuwenden, den du mir zur Verfügung gestellt hast. Wir erleben es ja auf Clubhouse oft. Es ist ein Riesenthema. Die Leute wollen die Corona-Krise, den Lockdown, die Quarantäne möglicherweise zu Hause, das Eingesperrtsein zu Hause nutzen, um sich vorzubilden, die Zeit einfach nicht sinnlos verstreichen zu lassen und ihrem Interessensgebiet noch ein bisschen zu professionalisieren. Und du als, sagen wir, jüngster Master of Wine bist ja quasi noch, hast vielleicht noch eine ganz gute Erinnerung, wie du es letzten Endes geschafft hast, ranzugehen. Und in deiner Vorstellung am Anfang hast du ein paar Wörter fallen lassen, die mich aufhorchen haben lassen. Fang mal vielleicht mal vorne an. Du hast gesagt, man muss zunächst mal aufgenommen werden für die Ausbildung zum Master of Wine. Was bedeutet das? Wie kann ich da einfach anrufen und sagen, ich halte mich für besonders gut, ich komme nach London, testet mich und dann starte ich mit der Ausbildung? Oder wie funktioniert die Annahme beim Institute of Masters of Wine? Ja. Nee, ganz so leicht funktioniert es tatsächlich nicht. Im Prinzip ist es natürlich ähnlich. Also ich habe eine sogenannte Application, das heißt, das ist quasi so ein Fenster, wann ich mich dann dafür bewerben kann. Und dann muss ich eben verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Dann muss ich zum einen ich muss eine gewisse Zeit in der Industrie tatsächlich da gearbeitet haben. Ich brauche Fürsprecher, ich brauche 2 Fürsprecher aus der Industrie. Master of Wine oder ein anderer, wie man immer sagt, Senior Executive, was auch immer, der Senior Industry Leader, der einfach eine Voice, also der eine Stimme in der Industrie hat, der dann auch sagt, ja, der kann das. Und dann kann ich mich bei dieser Application bewerben. Das ist dann so ein Theorie und das ist dann so ein Praxistest. Und ich habe noch die Möglichkeit, das empfehle ich dann immer allen. Es gibt dann in normalen Zeiten, gibt es dann, ich glaube, jetzt machen sie es online, aber da gibt es dann so ein Vorbereitungsseminar. Da kann man dann für 2 Tage kann man dann hingehen. Das findet dann, letztes Jahr hätte es in Deutschland auch stattgefunden. Das gucken wir einmal in den Hauptländern. Das wird dann von 1 bis 2 Master of Wine wird es geleitet, wo wir den Leuten schon mal so zeigen, was auf sie dazukommt.
Weil das ist immer so das Entscheidende. Und dann, ja, wie gesagt, dann kannst du dich darauf bewerben und dann gibt es eben, wenn du diesen Test dann gemacht hast, dann gibt es dann ein Auswahlkomitee, was dann aus diesen ganzen Kriterien heraus dann dir dann sagt, ob du dann angenommen wirst oder ob du dann nicht angenommen wirst. Okay. Aber das sind dann pro Jahr, aber auch da muss ich jetzt im Moment gerade passen, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, das sind immer so um die, so rund zwischen 30 und 40 Leute, aber nagel mich da jetzt nicht drauf. Ja, nee, es geht ja nur um eine Größenordnung. Und wie war es jetzt im Rückblick für dich? War es dann so schwierig, so schlimm, wie es in den Vorbereitungsseminaren angepriesen worden ist? Oder war es noch schlimmer oder war es dann doch nicht so schlimm? Wie würdest du sagen? Also schlimm war es gar nicht, weil sonst hätte ich da glaube ich auch nicht, sonst wäre ich da glaube ich auch ausgestiegen, aber es war schon wirklich herausfordernd. Weil du natürlich, du trittst da ja nicht zu einem Sprint an, sondern es ist tatsächlich ein Marathon. Und jeder, der jetzt zuhört und weiß, wie blöd es einem bei einem Marathon geht, wenn du dann bei Kilometer 20 bist und denkst, Mist, irgendwie könntest du jetzt schon irgendwie rechts abbiegen und dann aufhören. So kann man sich das dann bei einem Master of Wine Studium oder bei der Ausbildung dann auch vorstellen, weil am Ende des Tages, bei mir waren es dann 7 Jahre, ein Jahr habe ich gesundheitsbedingt aussetzen müssen, aber dann waren 6 Jahre, wo ich wirklich da komplett involviert bin. Und es hat tatsächlich auch geheißen bei mir ganz pragmatisch und plakativ, dass ich mindestens jetzt mal auf die 7 Jahre oder auf die 6 Jahre runtergebrochen, jeden Tag mindestens 1 bis 1,5 Stunden, und zwar mindestens praktisch meine kompletten Wochenenden und auch sonstigen Ferien etc. halt da komplett drauf verwendet haben. Mhm. Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe dann 2 Stunden, 2,5 Stunden, bevor ich dann ins Büro oder was auch immer war, dann los bin, habe ich dann gelernt, habe abends meine Verkostung gemacht und das quasi Jahr ein, Jahr aus. Natürlich, ich bin auch beruflich ja relativ viel unterwegs. Das heißt, ich habe halt auch gelernt, im Flieger zu lernen. Ich habe irgendwie mir Podcasts bei allen Autofahrten, Zugfahrten etc. aufs Ohr gedrückt. Also du brauchst schon echt einen krassen Plan und du brauchst auch jemanden, der dir hilft, dich aus den dunklen Momenten, die du jetzt angesprochen hast, wo du sagst, es ist so schlimm, dann auch wieder irgendwie aufs Gleis mitzusetzen. Runtergebrochen, wie ist denn die Bestehensquote? Kann man das abschätzen? Relativ gering. Ich kann dir ehrlich gesagt im Moment gar keine direkten Prozentzahlen sagen. Da bin ich tatsächlich überfragt. Die gibt es irgendwo, aber ich habe sie tatsächlich jetzt im Moment nicht greifbar. Aber es ist schon, dass von unserem Jahrgang, die damals gestartet sind, ist, glaube ich, jetzt eine Handvoll ist jetzt Master of Wine geworden. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr tough. Allerdings muss man auch sagen, es ist ja, seit ich angefangen habe, ist es jetzt ja auch wieder ein paar Jährchen her. Wir arbeiten natürlich alle miteinander. Ich bin da auch mit in dem Ausbildungsprozedere mit dabei, daran, dass wir natürlich die Leute, die wir aufgenommen haben, dass wir nach Möglichkeit auch gucken, dass die es schaffen. Also die Tendenz ist die, dass du sagst, okay, du guckst quasi zweimal auf die Leute, die du nimmst, und du guckst dann, dass du die du genommen hast, die so gut wie möglich supportest, am Ende auch bestehen zu können. Aber es ist natürlich, weißt du, wenn du so ein langes Studium hast, ich meine, andere sind schneller als ich, aber wenn du so ein langes Studium hast, da passieren natürlich auch viele, viele Dinge, die jetzt gar nicht mit dem Studium zu tun haben, wo Leute dann rausfallen, weißt du, die dann irgendwie, wo die Karriere einfach in eine Richtung führt, dass sie keine Zeit mehr haben zu studieren, wo Kinder dazukommen, wo vielleicht irgendwie was Negatives im Leben passiert, wo sie sagen, hoppla, ich kriege jetzt einfach die Energie nicht mehr aufgewendet, so wie für so ein Olympiatraining, da anzutreten. Ja, ich frage deswegen auch, weil ich sage mal jetzt bei der Pilotenausbildung ist ja, sage ich mal, die größte Hürde da zumindest, jetzt rein von den nackten Zahlen zumindest, ist ja eigentlich genommen zu werden, und die Durchfallquote hinten raus ist dann sehr, sehr gering, aber in dem Assessment Center, glaube ich, sind es auch mal nur so 8-9% quasi der Bewerber, die dann angenommen werden, aber im Zuge der Ausbildung schaffen es dann fast alle. Und das wäre jetzt ja auch ein Ansatz gewesen, da, nachdem ja die Auswahl, die Annahme ja schon eine gewisse Hürde darstellt, dass man eben im Vorab eben schon guckt, nur sehr
nur Leute nimmt mit sehr hohem Potenzial und damit die Durchfallsquote vielleicht gar nicht so hoch mehr wäre. Aber es gilt ja in gewissem Maße oder abgestuft auch für die Weinakademiker oder das Diploma auch. Da war es auch so, das war das andere Wort, was du gesagt hast, High-Profile-Leute, da habe ich schon auch die Ohren angelegt, wer da mit mir im Kurs letzten Endes saß und was auch ein bisschen einschüchternd war, auch wie die aufgetreten sind und mit was für ein Wissen sie, sagen wir mal, geprahlt haben, wo man sich dann schon fragt als Quereinsteiger, also was mache ich hier, bin ich hier überhaupt richtig? Und am Ende des Tages war es dann bei vielen entweder eine organisatorische Frage, dass einfach zu viel los war, aus warum auch immer, und natürlich auch eine Disziplinsache. Und das war das, was du am Anfang gesagt hast, ein sauberer Plan. Also was ist in dem Zusammenhang für dich der saubere Plan gewesen? Ja, also nochmal kurz, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, es liegt nicht an der Auswahl der Leute, weil ich glaube, jeder von uns hat auch, kriegt quasi, wenn wir neue Studenten kommen, kriegen die immer einen Master of Wine als Mentor zugeordnet. So, ich habe jetzt zum Beispiel im Moment 5 Mentees, die aus ganz Europa kommen, von Bulgarien bis nach Dänemark habe ich Mentees. Und ich kann nur sagen, die sind alle miteinander top. Also da gibt es jetzt, also jetzt von ihren, was die können, von ihren Fähigkeiten, von ihrem Potenzial, haben dies alle wie so auf dem Schuh liegen, den Ball zu versenken. Aber das, was ich sage, das ist so, wie wenn du diese Top-Athleten hast, wenn du für Olympia trainierst, die sind alle gut, aber dann ist es bei dem einen der Kopf, beim nächsten ist es dieses, dass die halt an den Tagen, auf die es ankommt, in der langen Zeit, in der wir eben nicht ins Ziel kommen. Ja. So. Und das liegt einfach an dem Weg, das liegt tatsächlich an dem Anspruch der Prüfung, das wirklich knallhart ist. Und es liegt einfach an den persönlichen Biografien zum Teil. Und du kannst halt auch jede Prüfung halt nicht unendlich fortsetzen, sondern du hast dann eine bestimmte Anzahl an Versuchen und dann bist du halt irgendwann raus und dann musst du dann halt dich wieder vorne einreihen. Das nur nochmal vorweg gesagt. Aber deine Frage war nochmal, sorry, im Hinblick auf die Herausforderungen. Ja. Genau, also die sauberer Plan, also zunächst mal, was du jetzt schon gesagt hast, klingt ja nach einem wirklichen absoluten Kraftakt und was eben das bestätigt, das ist in wahrscheinlich in erster Linie eine Disziplin und eine Motivationsfrage ist und du hast es ja jetzt trotz allem geschafft und aus anderen Gesprächen weiß ich ja auch, dass du ja, dass das eine Sache war, wo von vielen Ecken Unterstützung nötig war. Und wie sah, da gibt's auch keinen Königsweg, nehme ich mal an. Das ist auch eine sehr individuelle Sache, wie man dann an sowas rangeht in so einer Extremleistung, die es ja letzten Endes ist. Da kann man jetzt wahrscheinlich keinen pauschalen Weg aufzeichnen. Aber um da vielleicht nochmal kurz ins Detail zu gehen, für die Leute, die sich vielleicht überlegen, den Weg einschlagen zu wollen, was auf sie zukommt und wie sah einfach dein Plan aus? Wie organisiert musstest du da rangehen, um einfach das Leistungsniveau vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen? Ja, also ich musste tatsächlich, also das war Planung, Planung war am Ende des Tages alles, weil, also, und zwar, ich glaube, der entscheidende Punkt, zumindest für mich war der entscheidende Punkt, und das versuche ich auch immer meinen Mentees weiterzugeben, ist, du musst dich deinen eigenen Schwächen stellen. Du musst das, was du, und jeder von uns kann halt irgendwas nicht oder nicht so gut wie anderes. Du musst an deinen Schwächen brutal arbeiten, dass du die ausgleichst. Also am Ende geht es ja drum, wenn man sich diese Prüfungen anguckt, das hat ja was Körperliches und das hat auch was Mentales. Also die Hauptprüfung dann jetzt mal, ohne jetzt auf den kompletten Studien einzugehen, ist aber, da sitzt du halt eine Woche in der Prüfung, du musst morgens 12 Weine blind beschreiben, einsortieren, unter Zeitdruck, unter einem extremen Zeitdruck. Du musst jeweils am Mittag dann 3 Essays noch schreiben. Das heißt, du bist nettomäßig jeden Tag mal 6 Stunden in einer Prüfungssituation, 5 Tage lang. Und wenn du halt am ersten Tag, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, verkackst, dann weißt du, okay, eigentlich sind was mache ich jetzt eigentlich mit meinen nächsten 4 Tagen? Und du musst also quasi eine mentale Stabilität auch mitbringen,
das dann zu absolvieren, bevor du noch deine Abschlussarbeit schreibst, etc. Also das heißt, du bist extrem mental wie auch physisch und natürlich auch intellektuell gefordert. Und das musst du halt gucken, unter einen Hut zu bringen. Also der eine ist halt besser in Theorie, der nächste ist besser im Verkosten. So, aber wenn der im Verkosten super ist, dann muss er trotzdem die Theorie lernen und auch Essays schreiben, weil das ist ja alles auf diesen englischen Essay-basierten Ding beruht. Wenn du jetzt sagst, ich verkoste super, aber vielleicht hast du ein Problem, unter Zeitdruck zu verkosten. Ja? Und du hast halt für 12 Weine 2 Stunden Zeit und in 2 Stunden schreibst du ungefähr 15 DIN A4 Seiten voll, um das mal so plastisch zu machen. Ja? Also pro Wein mindestens mal über eine Seite. Und da geht es nicht um zu sagen, das ist jetzt das und das, dann kriegst du einen Punkt, sondern du musst genau beschreiben, warum das so ist, aus dem Glas abzuleiten, wie er gemacht ist, wo er herkommt, vielleicht mit einem anderen Wein zu vergleichen, was zum kommerziellen Potenzial zu sagen, zur Qualität und so weiter und so fort. Also das ist richtig happig. Und wir alle wissen, also das war mein Ding, vor Prüfungen, da bist du auch noch nervös und Adrenalin ist halt wirklich extrem schlecht, wenn du irgendwie solche diffizilen Sachen aus dem Wein rausriechen und schmecken sollst. Und da musst du halt, da musst du dich halt wirklich mit deinen Schwächen auseinandersetzen. Wenn du zum Beispiel bist schwach, keine Ahnung, in Chile, ja, da musst du hoch und runter Chile verkosten. Du musst halt, wenn du schwach bist, ich habe vom Weinbau keine Ahnung, dann musst du dich halt mit Winemakern hinsetzen und quasi verstehen, was die machen. Ja, und zwar nicht nur aus dem Buch lesen und lernen, sondern aus der Praxis heraus und auch gucken, was tut in der Praxis, was tut nicht, weil die wollen kein Book-Knowledge. So. Und das macht es dann am Ende schwieriger. Also ich habe mir dann auch so einen Mentaltrainer noch genommen, der mich für die Prüfung hat mental fit gemacht. Ja. Mhm. Und so wie beim Sport auch, wenn Djokovic halt ins Endspiel geht, da hat er seinen Mentaltrainer dabei, der ihm halt, der dafür sorgt oder der ihm die Tools an die Hand gibt, dass du an dem Tag, wenn es drauf ankommt, deine Leistung abrufen kannst. Und das war zum Beispiel bei mir ein entscheidendes Thema. Mhm. Und so Mentaltrainer, sage ich mal, sind das Werkzeuge, die jetzt bei allen funktionieren? Was ist das beispielhaft, so was man da gelernt bekommt? Ja, also ich glaube nicht für alle. Also mir hat es halt geholfen, weil ich habe halt, also mir ging es halt darum, als ich erst mal in der Prüfung gesessen bin, da habe ich irgendwie zwischendrin die Vollpanik gekriegt, weil ich irgendwie den einen Wein irgendwie nicht erkannt habe. Dabei erkennst du immer irgendwelche Weine nicht. Das ist halt einfach so in der Natur der Sache. Und da hilft dir natürlich am Ende, wenn du da mit jemandem dran gehst, mit dem du sozusagen vorher deine Ängste, deine Sorgen, das, was dich runterzieht, abbauen kannst, der dir hilft, Zielbilder und Routinen zu entwickeln, um mit Nervosität, um mit Stress umzugehen, der auch dir erklärt, wie man schläft. Ja, also ich hab ein komplett neues Schlafrhythmus, weil ich habe dir gesagt, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Das heißt, ich habe ein komplett neues Schlafrhythmus gebraucht, aber das habe ich mir tatsächlich von Athleten abgeschaut, weil ich habe früher auch relativ viel Sport und Intensivsport gemacht und sowas hat mir immer geholfen. Andere nutzen ganz andere Sachen. Ja? Also andere, keine Ahnung, ich kenne Leute, die haben mit Yoga angefangen, das war jetzt nichts für mich. Ja? Sowas. Ich bin relativ, habe viel Sport gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich brauche auch eine physische Kondition, um solche Prüfungen durchzustehen. Ja, mit tatsächlich irgendwie voll Power auspowern, Englisch Essay schreiben und das macht dich auch körperlich tatsächlich fertig und das merkst du, dann entwickelt halt für sich seinen eigenen Plan dahinter, aber du brauchst einen verdammt guten Plan, auch so wann lerne ich was und wann habe ich welche, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Management, wann setze ich mir meine Meilensteine und wie halte ich die ein. Da hat jeder andere Methoden, aber das war mir auch ganz wichtig. Ich habe so einen Meilensteinplan halt entwickelt. Ja, also es ist schon eine Grenzerfahrung gewesen, oder? Kann man so zusammenfassen, in vielerlei Hinsicht. Ja, also ich sage immer, einer meiner Standardsätze ist immer, ich habe über mich selber mindestens genauso viel gelernt wie über Wein. Weil du gehst halt einfach, du gehst halt mit dir selber, du gehst durch die dunkelsten Täler. Du bist verdammt allein manchmal bei dem ganzen Prozess, weil halt irgendwie. Du kämpfst gegen dich selber am Ende, weil es ist ja nichts, dass du oder der andere gewinnt, sondern jeder kämpft für sich und das heißt, dein Gegner bist am Ende du selber und der schlimmste, der fieseste Gegner bist du halt selber, weil du kennst dich halt selbst auch am besten. Ja? Ja. Und dieser kleine Teufel auf deiner Schulter, der dir immer sagt, das kannst du jetzt nicht und jetzt gib doch da auf und geh doch jetzt lieber raus, das Wetter ist so schön und lerne jetzt nicht und diese ganzen, oder guck mal, was wieder Neues auf Facebook gerade geschrieben ist.
da findest du halt, den musst du halt im Zaum halten. Und, und das macht es dann, also ich glaube, das ist dann ganz viel, was am Ende über den Erfolg und Misserfolg entscheidet. Und weniger, ob du der größte Verkoster der Welt bist. Das bin ich zum Beispiel sicherlich nicht. Ja, das würde ich von mir auch nicht behaupten, aber es werden halt mehrere Sachen abgefragt und dann ist es am Ende des Tages eine Mischung an Eigenschaften, die dich halt dann befähigt, das eine oder das andere eben zu machen. Ja, da, ich glaube, das hast du in einem anderen Gespräch auch schon mal gesagt. Es hilft jetzt nichts, ich greife jetzt irgendein Land raus, beim italienischen Wein bis zum Erdmittelpunkt zu bohren. Da bist du zwar der Beste im italienischen Wein, aber das ist halt dann auch ein Inselwissen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wird natürlich ein ganz anderes Spektrum abgefragt, ne? Absolut. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch nach meinem Master of Wine überhaupt erstmal wieder richtig angefangen, mich mal wieder in die deutschen Anbaugebiete und in die letzten Trends mit reinzuarbeiten, weil das einfach was ist, was in der Prüfung natürlich insofern nicht für mich relevant war, weil ich in Deutschland mich so gut auskenne. Also ich hatte dafür eben irgendwie Schwächen in anderen Regionen, wo ich sage, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mein Wissen von den verschiedenen chilenischen Regionen mal auf den Stand zu bringen, ja, dass ich mich vielleicht mal mit verschiedenen Lagen in Argentinien beschäftige, etc. Oder mal mit kanadischen Weinen. Das war mir wichtiger als, wie gesagt, versuchen, 150 von 100 Punkten in Deutschland zu kriegen, weil das hilft dir halt am Ende nichts. Verwirrt dich dann eher nur. Kommen wir mal noch dazu sprechen. Dauer hast schon gesagt, du hast 7 Jahre gebraucht. Ich kenne auch viele, die es nicht geschafft haben. Also ich glaube, das spielt gar keine Rolle, wie lange man gebraucht hat, solange man halt noch mitmachen darf bei dem Projekt, aber es ist ja auch eine finanzielle Belastung, ja. Also ich weiß es jetzt vom Frank, der mir da viel erzählt hat, und für viele, die das vielleicht überlegen, spielt es ja auch von rein wirtschaftlicher Betrachtungsweise her eine Rolle, ob man jemals die Aussicht hat, quasi dieses Investment wieder zurückzubekommen. Ja, also auf gut Deutsch gefragt, was hat dich die Ausbildung gekostet und ist es am Ende des Tages jetzt so, dass du quasi durch diesen Titel auch darauf finanziell profitierst, in dem Sinne, dass du jetzt bei ganz anderen Sachen eingeladen wirst, höhere Preise für deine Talks abrufen kannst? Also wie schaut da die wirtschaftliche Betrachtung des Projekts aus? Klar, es ist aber so, wenn es einer wegen Investment macht, dann soll er lieber in Bitcoins oder in irgendwas investieren. GameStop. Weil weißt du, genau, weil am Ende des Tages kannst du das Geld dann entweder verzichtfachen oder verbrennen. Also danach, ich glaube, danach würde ich strategisch, zumindest ich, nicht rangehen, aber das mag vielleicht auch ein Unterschied sein, ob du das ganze Ding mit irgendwie in den 40ern anfliegst oder in den 30ern oder sogar 20ern anfliegst, wo du ja auch inzwischen viele junge Leute findest, die das auch als Teil, im wesentlichen Teil ihrer Karriere sehen. Aber das ist natürlich klar, also es ist, du investierst substanziell was rein, es hängt da auch davon ab, je nachdem, wo du auch basiert bist, wie du fliegen kannst, weil du musst halt sehr oft nach London, du fliegst nach San Francisco, du fliegst nach Adelaide, du triffst dich mit Leuten in ganz Europa zum Verkosten, also du tust auch was für deinen CO2-Fingerprint, aber das geht halt nicht anders, also das ist auch sehr viel Zeit, also brauchst viel Ressourcen. Du kannst jetzt natürlich, ich kann da natürlich jetzt tatsächlich andere Tarife aufrufen, als du sie vorher aufrufen kannst, so wie bei anderen Dingen ja auch. Ja, ist ja völlig legitim. Ehrlich, ja. Genau, aber deswegen machst du es ja nicht. Ja, sondern also ich hab's für mich nicht gemacht, um jetzt zu sagen, ich starte jetzt groß durch. Ich glaube, wenn ich in der Zeit, in den Jahren, keine Ahnung, hätte ich auch nochmal Medizin studieren können, hätte ich auch nochmal irgendwas ganz anderes machen können, ja. Hätte ich noch, klar, vielleicht nochmal ein Jurastudium oder sonst irgendwas draufsetzen können, wenn ich jetzt gewollt hätte, ich wollte mich verändern. Ich glaube, um im Wein da den großen Reibach zu machen, da hilft dir auch der Master of Wine nicht. Also das Geld als Investment gesehen, investierst in was anderes. Aber wenn du es umgekehrt in das Vergnügen und sag mal in dein Wissen und in deine Passion zu investieren, ich glaube, das war das geilste Investment und das beste Investment, was ich habe machen können. Ja, ich frage halt deswegen, weil ich mir schon vorstellen kann, wenn jetzt jemand hauptberuflich in der Weinbranche tätig ist, der sich jetzt schon überlegt, wie komme ich jetzt am besten weiter. Ich meine, da ist natürlich immer
Die eigentliche Frage ist, bringt es mich mit dem Wissen weiter, bringt es mich mit in dem Thema Wein weiter? Aber ich denke mal, für viele spielt es natürlich schon eine Rolle, auch jetzt durch gewisse Abschlüsse, dazu gehört es ja letzten Endes auch, sich halt zu profilieren, auch anzudienen für höhere Positionen. Und da denke ich, wenn man jetzt einfach Ressourcen sind knapp, dann ist die Frage, denke ich, schon legitim zu sagen, über den Betrag, was dich gekostet haben, haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das dann der richtige Weg ist, vielleicht halt auch karrieremäßig, vielleicht auch eben finanziell in der Weinbranche weiterzukommen, ob das eine Rechnung ist, die am Ende des Tages aufgeht. Das ist, denke ich, schon eine Frage, die sich viele stellen, die vielleicht den Weg einschlagen wollen. Ja, aber weißt du, ich glaube, die Frage ist auch nur individuell zu beantworten. Ja. Also nur durch den Titel alleine machst du auch keine Karriere, sondern der Titel ist nur so gut wie deine Persönlichkeit und das, was du draus machst. Ich glaube, wenn einer in den 7 Jahren nebenher, keine Ahnung, irgendwie der absolute Social-Media-Ausnahme-Persönlichkeit wird oder irgendwas anderes tut oder nochmal ein Weinbaustudium und je nachdem, in welche Richtung er geht, was macht, da kann er am Ende des Tages genauso kommen. Ich glaube, der Master of Wine hilft dir halt. Du hast einen Türöffner, weil du keinem mehr erklären musst, dass du was von Wein verstehst. Du hast ein unglaubliches, und dafür machen wir es eigentlich alle auch, ein unglaubliches Netzwerk gewonnen an Menschen, die natürlich, denen du im Laufe deiner Ausbildung begegnest bist, die jetzt entweder Master of Wine geworden sind oder halt dir sonst auf dem Weg begegnet sind. Und das ist eigentlich der wahre Schatz, den du hast, und der lebt auch nur davon und den materialisierst du auch nur dadurch, ja, dass du den eben dann auch es nutzt, eben auf Leute zugeht, zu kommunizieren und Dinge zu tun. Also nur den Master zu haben und sich dann in die Ecke zu setzen und vielleicht ein Buch zu schreiben, dann ist es sicherlich ein schlechtes Investment. Mhm. Aber nochmal, es gibt, das ist ja das Schöne auf dieser Welt, es gibt ja nicht diesen einen Weg, sondern wenn einer sagt, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt vielleicht eine Company, die mich da unterstützt, die mir das auch bezahlt, die dann auch mich freistellt, super. Ja, wenn du sagst, ich will mich von der Firma nicht abhängig machen, das war auch immer mein Thema, deswegen habe ich gesagt, ich will es auch für mich selber finanzieren, ist es genauso gut. Am Ende gibt es da nicht den einen Weg. Aber wie gesagt, wer es macht und wer dieses Ding durchgezogen hat, es formt dich auch. Ja, das glaube ich, wie bei deiner Pilotenausbildung. Ich glaube, es ist nicht nur das, was du weißt und was du gelernt hast, sondern es formt dich als Persönlichkeit und es lässt dich auch nochmal reifen und bringt dich nochmal auf ein anderes Level. Und ja, dann, also es geht zumindest nicht spurlos an dir vorüber, gar keine Frage. Das hinterlässt schon. Dadurch ergeben sich auch allein dadurch, dass du dich in diesem brutalen, international spannenden Umfeld bewegst, lernst du neue Persönlichkeiten kennen und da tun sich neue Türen auf, die sich für dich aus einem, sag mal, rein Deutschland-Blickwinkel oder so nie auftun würden. Und so sehe ich das. Deine Chancen, deine Möglichkeiten und die Chancen, die wachsen halt einfach, wie man heutzutage immer so schön sagt, exponentiell. Im positiven Sinne damals. Exponentielles Wachstum ist wirklich in aller Munde. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass alle, die darüber sprechen, wissen, über was sie da sprechen. Aber das ist wie das andere Thema. Wenn man jetzt die Kostenseite mal anschaut, weil ich glaube, es sind ja auch 5-stellige Beträge, die da letzten Endes fließen in Summe, ist das auch eine wichtige Information für den einen oder anderen. Wie hoch sind denn die reinen Kursgebühren gewesen? Du, das hat sich natürlich jetzt auch nochmal verschoben, da kann man auf der Webseite auch nochmal genau nachschauen, aber die Kursgebühren, ich hatte damals das Problem, dass das Pfund noch irgendwie extrem schlecht, zumindest zum unseren Ungunsten stand, aber die Kursgebühren lagen immer sowas, also die reinen Kurse, die sind es aber auch nicht das Dramatische, die liegen irgendwie zwischen 3.500 und 4.500 Pfund war das dann immer irgendwie zur damaligen Zeit, ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich muss passen, wie hoch die jetzt sind, aber das am Ende ist es weniger die Kursgebühren als halt, du musst halt reisen, du musst halt da auch wohnen, wenn du in London bist, du musst halt, wie gesagt, Weine besorgen, du musst dich mit Leuten treffen, du musst halt auch tatsächlich dir Materialien besorgen, das macht es am Ende halt alles dann nochmal deutlich teurer. Also ist die reinen Kursgebühren eher zu vernachlässigen? Ja, vernachlässig, aber am Ende, ich kenne Leute, je nachdem, es gibt Leute, die gehen unter 6-stellig raus, ich kenne ein paar Leute, die gehen über 6-stellig raus. Das ist auch individuell, weil, also
Ich halte mich da immer so ein bisschen zurück. Ich kann es immer für mich sagen, aber das ist halt wirklich was Individuelles, weil ich jetzt irgendwie hier mit Ryanair gut fliegen konnte. Sorry, dass ich das jetzt sage an der Stelle, aber ich breche sofort ab. Ja, genau. Ich habe auch geguckt, meine Reisekosten halt auch irgendwo zu minimieren und zu gucken, weil jetzt deine Lebenskosten laufen ja sonst auch weiter. Und von daraus, da hat jeder sein Modell. Ich habe dann zum Beispiel auch, wenn ich in London war, halt eben nicht im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet, sondern eben auch relativ einfach. Und damit kannst du deine Kosten im Griff halten. Andere, die zum Beispiel aus Ländern reingeflogen sind, wo es teurer war, bei denen waren schon mal die Reisekosten exponentiell teurer. Aber sagen wir mal so, am Ende, du gehst nicht mit 20.000 Euro da raus. Okay, ja. Und wie hoch ist der Anteil, weil das war jetzt in der Weinakademiker-Ausbildung schon ein Thema, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, man muss sich die Weine besorgen. Ich sehe auch auf deinem Blog, der mir übrigens sehr gut gefällt, den ihr, liebe Hörer, natürlich auch in den Shownotes noch verlinkt bekommt, sieht man dich auch da mit einem Couravin arbeiten, den habe ich mir jetzt auch zugelegt. Das ist auch mittlerweile so ein bisschen der Gradmesser, kann man sagen, wer so ein Ding braucht, der ist schon echt tief eingetaucht in der Weinwelt. Aber Spaß beiseite, also ein Dreh- und Angelpunkt war für mich schon die Lerngruppen und das gemeinsame Verkosten, weil ich glaube, im Alleingang führt das nicht unbedingt weit. Ne? Also Thema Weininvestition und Lerngruppen, wie hast du das gehandhabt oder wie war es bei dir? Ja klar, Lerngruppen sind wichtig. Ich habe mich dann mit natürlich das Problem bei sowas immer, du bist natürlich auch quer über Europa verteilt. Also ich hatte in Deutschland, hatte ich noch ein oder zwei Mitstudenten. Da haben wir uns schon irgendwie zusammengeschlossen. Aber du machst ja eben tatsächlich auch viel für dich selber. Also ich habe tatsächlich für mich sehr viel von den Verkostungen. Da hat mir dann auch Corravin, ich glaube, ich gehöre bestimmt mit den ersten in Deutschland gehört. Ich habe mir den noch aus USA importiert damals, weil den gab es hier noch gar nicht. Aha. Und das hat natürlich meine Weinkosten dramatisch gesenkt. Also klar. Und ich habe keine Anteile an Corravin, um das gleich zu sagen. Ich habe netterweise von denen mal irgendwann mal ein Update-Gerät geschenkt bekommen. Aber bin ich da tatsächlich überzeugter Nutzer davon, obwohl das System auch seine Grenzen hat. Nee, aber mit Mitstudenten, klar, das ist extrem wichtig, weil du brauchst ja Leute, die, wenn du Aufsätze schreibst, die mal sagen, ey, du, was du da jetzt schreibst, das ist nicht logisch. Oder auch beim Verkosten, wo du die einfach miteinander dich rantastest, was machen jetzt hier die Aromen aus? Wie empfindest du die Tannine? Ich habe zum Beispiel auch mit einer Kollegin, die Helga Schröder, die gerade ihren Master Sommelier gemacht hat, zu meiner Zeit auch, wir sind parallel fertig geworden, mit der habe ich trainiert, einfach um mal einen anderen Blickwinkel auf die Weine zu kriegen. Oder ich habe mit einer Kollegin aus China trainiert, die extrem gut im Tannin war, weil die hat davor noch so ein Grandmaster of Tea gemacht gehabt. Und konnte ihr jede Spur von Tanninstrukturen wirklich plausibel erklären. Das war ein Traum. Also das muss man dann einfach nutzen. Da kommst du alleine tatsächlich dann an deine Grenze. Aber auch da, es gibt unterschiedliche Modelle. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel gerne alleine erstmal macht, um mich dann in Gruppen auszutauschen. So habe ich gemacht. Ja, das war in meinem Studium, ich hatte irgendwann ja auch mal Informatik studiert, da war das auch ähnlich so. Also manche hängen ständig zusammen, das war mir dann nicht so wahnsinnig förderlich. Aber dann, wenn man ein gewisses Grad erreicht hat bei einem Thema, dann sich nochmal auszutauschen, Fragen zu diskutieren, fand ich dann auch mal sehr gut. Letzte Frage zu deiner Ausbildung, wie wichtig ist das Thema Mentor? Du hast es jetzt ja schon gesagt, das Institute weist einem MW-Studenten zu, aber vielleicht braucht man ja noch zusätzlichen Ansprechpartner, weil der jetzt ja auch nicht allgemein verfügbar ist. Also wie wichtig ist es, Vorbilder, Mentoren, Trainer quasi zu haben? Du, das ist, glaube ich, eins der essentiellen Dinge. Und ich versuche das jetzt auch selber, so wie ich, also sag mal, ohne Mentor oder ohne so eine Unterstützung hätte ich es nicht geschafft. Und das ist auch der Grund, warum ich für mich sage, ich möchte das auch der anderen Generation weitergeben. Und ich versuche jetzt genauso ein guter Mentor zu sein, wie die Mentoren, die ich hatte. Unter anderem zum Beispiel die Caro Maurer, die mich von Anfang an als Hauptmentorin betreut hat. Und darüber hinaus hat man dann auch noch
weitere, ne, man sucht sich halt auch so ein bisschen seine Lehrer und seine Advices. Bei mir waren es dann so aus dem Master of Wine-Kreis dann am Ende, wo ich wirklich sage, das waren so 4, 5, die mich wirklich geprägt haben und die mir dann auch geholfen haben zu bestehen. Also wo ich mir einfach Sachen abgeguckt habe und die auch bis heute Vorbilder sind. Zum Beispiel jetzt auch wie Peppi Schuller, der ist für mich einfach heute nicht nur ein guter Freund, sondern der ist tatsächlich auch immer noch ein absolutes Vorbild. So, und zwar auch nicht nur im Hinblick auf sein Wissen, sondern wie er auftritt, wie er das weitergibt, wie er zu Menschen ist, das ist, sowas versuche ich mit solchen Vorbildern, das habe ich versucht für mich aufzunehmen und auch irgendwie weiterzugeben und eben Wissen zu teilen, weil ich glaube, das macht dich selber reicher. Ich glaube da einfach gutes Karma und ich habe selber so viel Unterstützung erfahren. Ja, das macht dich dankbar und gleichzeitig macht es dich auch, wenn wir sagen, demütig und ja, und offen dafür, dass du es weitergeben willst. Ja, super. Nee, weil im Prinzip ist das auch mein Antrieb. Ich habe jetzt natürlich nicht das Wissen und die Ausbildung wie du jetzt, aber es ist schon auch mein Antrieb, quasi über Wein zu sprechen, Leute daran teilzuhaben, dafür zu begeistern, zu faszinieren. Und das wird auch in vielen Fällen wird es auch super angenommen und die Leute sind wissbegierig und das ist einfach. Ja, einfach auch eine schöne zwischenmenschliche Interaktion, sage ich mal. Und da ist Wein einfach ein super Medium, mit interessanten und spannenden Leuten einfach auch in Kontakt zu kommen und da an einem Punkt sich am Thema Wein jetzt einfach festzubeißen. Das kann ich nur unterstützen. Ja, das sind einfach Dinge, die lassen dich selber auch wachsen. Auch zum Beispiel, ich finde es auch großartig, vor allem die Master of Wine, die mich da unterstützt haben, die haben das halt auch alle irgendwie ehrenamtlich gemacht und haben dafür auch kein Geld verlangt. Und genau so mache ich es auch. Also ich verlange auch von keinem Studenten, also von den eigenen Mentees eh nicht, weil das ist eh, sag mal, das gehört eh dazu, dass man die unentgeltlich supportet. Aber auch so bei den anderen Studenten, die da Fragen haben und so. Ich sage immer, die bezahlen eh viel genug für ihr Studium. Da will ich denen nicht auch noch irgendwas abknöpfen. Mhm. Klar ist, wenn dich jetzt jemand für irgendwas speziell bucht, ist was anderes, auch für Education. Aber so für diese normale Beratung, ich finde, das gehört einfach dazu, weil wir sind alle auch irgendwo Botschafter und auch irgendwo Weinbotschafter, das weiterzugeben. Und das ist so wirklich einer meiner Maxime. Und das ist auch eins der größten Vergnügen, die ich habe, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eins mit jungen Leuten oder mit Leuten, die da jetzt wissbegierig sind und die Dinge erfahren wollen und die Dinge auch hinterfragen, mit denen man sich reibt. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Das ist für mich unglaublich bereichernd und hält mich auch irgendwie, challenged mich und hält mich auch irgendwie fit. Ja, genau. Also auch durch Fragen, die man gestellt bekommt, ist man dann selber auch nochmal gezwungen, irgendwas nochmal nachzulesen oder sich Gedanken darüber zu machen. Das hält einem ja auch irgendwo ein Stück weit up to date, absolut. Ja. Haben wir noch irgendwas, was du zum Master of Wine noch anmerken würdest? Nö, nur dass es, also wie gesagt, ich kann alle nur einladen, sich damit mal auseinanderzusetzen, ob es der Master of Wine ist, ob es der Master Sommelier ist oder was auch immer, aber auf jeden Fall dazu einzuladen, eine Weinausbildung zu machen, über den eigenen Horizont einfach rauszuschauen, sich mit einer Weinausbildung sich auch aus der eigenen Komfortzone heraus bewegen zu müssen. Ich glaube, das ist ein mega, mega Benefit, was jeder tun sollte, weil gerade, wie gesagt, unsere Weinwelt, die so fragmentiert, ich glaube, das ist eine der fragmentiertesten Industrien oder Branchen, die es gibt. Und da ist es umso wichtiger, aus den Schubladen rauszugucken. Wir hatten es ja vorhin mehrfach angesprochen. Da hilft dir einfach eine solide Weinausbildung, die auch übrigens nie aufhört. Also mir, was ich schon gesagt habe, auch wenn du mal Master of Wine bist, geht es jeden Tag weiter mit Weiterlernen. Und das ist das Spannende und das für mich macht es heute noch Spaß und ich kann jeden nur einladen, dem Weg auch zu folgen. Und wenn es Fragen gibt, sich einfach zu melden über Social Media. Ich bin eh mehr auf Social, bitte keine E-Mails, auf Social, auf Instagram, auf LinkedIn. Ich versuche alles zu beantworten, weil ich glaube, ja, wir sind so eine kleine Gemeinde, Gemeinschaft, die einfach eine große Stimme braucht. Ja. Ich habe jetzt durchbekommen, Thomas. Das heißt, jetzt steht die Verkostung des Weines an. Du kennst ihn ja. Ich trinke den jetzt quasi als Mittagessen, habe ich jetzt einfach. Ja, eigentlich ist es ja der perfekte Frühstücksdrink in Australien. Also wir lieben es zum Schinken und zu den pochierten Eiern und sowas, aber man kann es auch zum Mittagessen.
Genau. Also was wir jetzt hier im Glas hauen, was ich jetzt im Glas habe, aber was ich auch schon in den Online-Weinkursen bei den roten Schaumweinen besprochen habe, ist eine Rarität, zumindest aus der europäischen, deutschen Perspektive. Es handelt sich nämlich um einen Schaumwein, der im Wesentlichen, zum größten Teil zumindest, aus Shiraz oder Syrah gekeltert wird. Und es ist eben das Besondere, es handelt sich um einen roten Schaumwein, der sich dann eben Sparkling Shiraz nennt und vielleicht neben dem Rutherglen Muscadet vielleicht der australischste Wein überhaupt ist. Und wo steigt man da am besten ein? Du hast bestimmt eine Story zum Sparkling Shiraz generell, was es mit dem Weinstil an sich auf sich hat. Ja, also Sparkling Shiraz, deswegen habe ich ihn dir geschickt. Sparkling Shiraz ist sowas, was in Australien ja wirklich jeder zum Frühstück trinkt, aber eben nicht nur. Ich muss dahin, glaube ich. Passt hervorragend auch zur Peking-Ente zum Beispiel glasiert. Mhm. Ich finde es deswegen so spannend, das ist so eine Stilistik, die man hier gar nicht kennt und die niemand hier auf dem Zettel hat, obwohl das halt in Australien wirklich einfach zur Lebenskultur dazu gehört. Gibt es eigentlich schon seit den 1880er Jahren, wurde es mal als Sparkling Burgundy damals eingeführt von einer Company. Geht natürlich heute nicht mehr denkbar unter den Intellectual Property Gesetzgebungen etc. Ich finde es deswegen so spannend, weil Sparkling Shiraz zwei Sachen verbindet. Ne? Auf der einen Seite hast du diese Fruchtigkeit und auch zum Teil eben auch die Textur, die du von einem Rotwein hast und das zusammen kombiniert eben mit den Bubbles. Und da gibt es Exemplare, die sind nur fruchtig und dann gibt es Exemplare wie jetzt hier auch der Pepper Tree, der eben noch eine Ernsthaftigkeit mitbringt, weil die Weine sind halt alle traditionelle Flaschengärung, der lag jetzt, glaube ich, 18 Monate auf der Hefe und die nehmen als Dosage, da schließt sich jetzt wieder der Kreis, auch deswegen habe ich den ausgesucht, eine Dosage von einem Fortified Shiraz. Aha. Also von einem Alkoholverstärkten. Das heißt, da kommt die zweite Weintradition Australiens, nämlich die der Fortified Wines, auch wieder mit ins Spiel. Ja? Mhm. Und es gibt dem Wein jetzt zum Beispiel, und das finde ich eben so spannend, eben nicht nur diese fruchtige Note, sondern so das, was der Australier auch sagt, diese Savory. Ja? Da ist eben so ein bisschen was Würzigeres, da ist auch ein bisschen was Gereiftes schon so mit ein bisschen dabei, was es eben dann aus dieser nur fruchtigen Ecke rausnimmt. Und Kunst dabei ist eben auch, dass die Gerbstoffe eben so fein sind, dass sie eben nicht noch durch diese Mousse, also durch die Bubbles, werden die ja sonst noch überbetont. Das heißt, du musst eben auch sehr, sehr, sehr sorgfältig mit deinen Gerbstoffen umgehen. Und wie gesagt, ich finde, zum Frühstück läuft sowas ziemlich gut rein, oder? ich konnte es nicht mehr erwarten. Ich habe jetzt schon gerade zwei Schlücke probiert. Gehe ich auch gleich nochmal auf den Wein ein. Aber das Spannende ist eben, weil es eben, sag ich mal, man könnte auf die Idee kommen, dass Rotwein und ein Schaumwein zwei Gegenpole sind, auch was ihren Charakter auszeichnet. Aber es sind eben auch die ganz handfesten Zusammenhänge, die es spannend machen, einzigartig machen. Du hast schon gesagt, durch die Bubbles werden die Gerbstoffe nochmal betont. Schaumweine haben ja generell auch eine höhere Säure. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier jetzt auch so gilt, da kann man gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber eine prägnante Säure verstärkt ja auch nochmal zusätzlich die Gerbstoffe und das macht es natürlich dann sehr faszinierend und facettenreich, dass man hier jetzt quasi einfach einen Rotwein mit Tanninen hat, der trotzdem ein Schaumwein ist und es trotzdem am Ende harmonisch sein kann, obwohl es jetzt vielleicht in der Theorie zunächst mal sich vielleicht gar nicht so gut zusammenfügen lässt, alles zusammen. Ja, aber es ist also schade, dass man das hierzulande gar nicht mehr so präsent hat. Also anderer Wein schweife ich jetzt kurz ab von Australien, aber wenn du so Top Lambrusco hast, ist ja das gleiche Phänomen. Du brauchst aber halt, das Problem ist, dass du halt das Gleiche, was für den Lambrusco gilt, ist. Das Schwierige ist halt, wenn du halt, sag mal, ganz einfach gemachte Weine hast, dann sind die einfach nur süß, pappig und babblig oder eben halt, oder irgendwie adstringierend. Die Kunst ist halt, einen Wein zu nehmen, der durch die zweite Fermentation in der Flasche noch gewinnt an Komplexität, weil einfach die Textur natürlich durch die Bubbles einfach nochmal die Textur einfach nochmal ganz anders rüberkommt. Und das finde ich, und dafür musst du halt sehr, sehr, sehr gut im Winemaking sein. Und so dieses Sparkling Shiraz, diese hervorragenden, wie jetzt hier der Mitchell,
Die zeigen das halt einfach in meinen Augen ganz gut, was da geht. Und sie haben trotzdem immer was, sie haben was Ernsthaftes auf der einen Seite, aber immerhin trotzdem was, sowas Beschwingtes, damit es eben auch zum Frühstück gut reingluckert. Ja, ich hätte es jetzt fast verspielt gesagt, weil es einfach auch eine interessante Abfolge ist, was im Mund passiert. Du hast zum einen das körperliche Gefühl des Schaums, der Mousse, und dann hinten nach kommen da nochmal so die Tannine zu. Also es ist auch schon wirklich eine Menge, was da im Mund passiert. Es ist ein sehr mehrdimensionaler Wein, wie ich finde. Und deswegen macht so ein Wein einem Spaß. Also ich trinke Sparkling Shiraz einfach nie nur so, sondern ich kombiniere das halt immer mit dem Essen, weil gerade die Textur und das mit den Bubbles und wie das am Gaumen, das ist halt mit dem Essen gerade ist total spannend, weil du eben nochmal eine Dimension dazu gibst, ne? Ja. Durch die Kombination mit dem Essen. Und das, wie gesagt, in der Kombination ist sowas, was ich hin und wieder, brauchst auch nicht jeden Tag, ne, aber hin und wieder gerne mal im Glas habe. Du sagtest, jetzt frage ich jetzt nochmal nach, um es klar zu machen. Du sagtest, Sparkling Shiraz ist immer im traditionellen Flaschenvergärung erzeugt. Oder gibt es da auch günstigere Varianten? Ich glaube, es gibt auch günstige Varianten, aber die ich jetzt zumindest immer trinke, das sind tatsächlich die jetzt in der Flaschenvergoren sind. Okay. Kriegst natürlich auch Tankvergoren, klar, gibt es auch. Aber das ist dann halt wirklich dieses sehr, sehr nur fruchtbetont, weil du brauchst halt schon einen ordentlichen Grundwein dazu, ne? Und du brauchst halt, wie gesagt, und du brauchst halt auch, wenn du dieses, du brauchst ganz, die Perlage muss halt trotzdem sehr, sehr fein sein. Und das kriegst du halt mit dem Hefelager besser hin, als wenn du es jetzt sagst, ich mache das jetzt in den Tank. Aus Ursprungsbezeichnung, wenn man so sagen möchte, steht hier Clare Valley. Ja. Das hat sie ja. Ist ja auch berühmt für die Stillweine Shiraz, die daherkommen. Also es ist schon einer der prädestinierten Anbaugebiete für Top Shiraz und damit natürlich auch wahrscheinlich die Heimat mit der besseren oder der besten Sparkling Shiraz, oder? Ja, nee, die findest du überall über das Land verteilt. Findest du auch im King Valley, findest du zum Beispiel gut. Aber was halt immer da auch die Kunst ausmacht, und das ist jetzt bei dem auch Clare Valley, dass du, der kommt so aus den Ausläufen der Mount Lofty Range. Das heißt, da geht es auch so ein bisschen hoch, wo du dann auch dir eben die Frische erhältst. Also wo du sagst, ich habe auf der einen Seite die Intensität, aber ich brauche ja, da ich ja sozusagen eine zweite Fermentation habe, macht es jetzt keinen Sinn, gleich ein 14% Shiraz zu lesen und daraus dann nochmal irgendwie eine zweite Fermentation draufzusetzen, sondern du brauchst halt einen Ausgangswein, der erstmal niedriger am Alkohol ist, der aber trotzdem eine hohe Reife hat. Und das kriegst du halt im Clare Valley, in diesen, wo du in die Hügel reingehst, ganz gut hin, weil da hast du dann wieder, sind wir wieder bei dem Thema Tag-Nacht-Unterschiede, da bist du wieder über Frische, über die Höhe, Abkühlung von den heißen Tagestemperaturen, und das gibt dann genau diese Stilistik. Ja, also was hier einfach sehr, sehr positiv auffällt, ist einfach die Moussage dieses Weins, sehr feinperlig, sehr langanhaltend, auch wenn man es einschenkt im Glas, macht er einfach ein sehr gutes Bild, und das ist natürlich, sind genau die Qualitätskriterien, die man durch die Flaschengärung erzielen kann, und das macht einfach total Spaß im Mund. Aber hier nochmal nachgefragt, ist ja auch genau, wahrscheinlich liegt der Hase im Pfeffer, weil zum einen hast du ja die physiologische Reife beim Lesegut, was ja insbesondere gerade bei den blauen Trauben bedeutet, dass die Tannine ausgereift sind, sie nicht zu sperrig, zu grün, zu adstringierend letzten Endes wirken. Auf der anderen Seite hast du bei der Schaumweinerzeugung natürlich schon die Tendenz, dass früh gelesen wird, um eben nicht so viel Zucker zu haben, um, wie du gerade schon gesagt hast, alkoholschwächere Grundweine zu erzeugen, damit der Schaumwein am Ende dann nicht jenseits von 14% liegt, weil er nochmal 1,5-2% dazukommen in der Flaschengärung. Also da nähert man sich ja den Lesezeitpunkt eigentlich mit zwei gegenläufigen Ansätzen. Auf der einen Seite brauche ich eine sehr ausgeprägte physiologische Reife, weil ich die Tannine in den Schaumwein ja mit reinnehme. Auf der anderen Seite möchte ich aber nicht genügend Zucker haben. Wie kriegt man da quasi dann den Kompromiss gestemmt? Oh, musst einen Winemaker fragen. Nein, Spaß beiseite. Nein, also was du machst, also generell, was sie machen, ist halt, du liest halt,
du liest halt, also du, was ich gesagt habe, du liest schon, du musst ja physiologisch reif lesen, du gehst aber quasi, du suchst dir eine Ecke, du suchst dir aus, wo es einfach der Reifeprozess erstmal langsamer ist, dass du gar nicht diesen hohen Zucker gleich aufbaust, sondern dass einfach erstmal das Aroma aufgebaut wird und dann quasi bevor, also dass nicht erst der Zucker nach oben schießt und dann wird es quasi, kommen die Aromakomponenten noch final mit dazu, sondern dass das Aroma sich sozusagen im Schritt zusammen mit dem Zucker entwickelt. Und da guckst du halt, dass du den eben auf die kühleren Lagen gehst, dass du, so blöd es klingt jetzt in Australien, also bei uns, für uns blöd klingt, auf die südlicheren Seite gehst, das heißt da von der sonnenabgewandte Seite, wir sind ja auf der Südhalbkugel, dass du halt guckst, einfach per se mal kühlere Lagen mit einem längeren Reifeprozess, sodass du dann halt quasi zur optimalen physiologischen Reife in deinem Alkohol noch nicht so hoch bist. Das heißt, die haben da prädestinierte Lagen für die Erzeugung von Sparkling Shiraz? Die blenden ja, also nicht nur für Sparkling Shiraz, sondern die blenden ja auch, und wenn du auch so Clare Valley Shiraz trinkst, die blenden ja in der Regel immer von verschiedenen Lagen ihre Weine. So. Und da hast du eben diese kühleren und dann hast du diese wärmeren und zusammen gibt es dann eben auch Weine, wo du diese reife Frucht hast und auf der anderen Seite aber auch die frische Säure mit drin und so kombinieren die das. Also viele Leute denken ja immer, das ist ja immer alles gesäuert etc. In den meisten Fällen im hochwertigen Segment ist es eben nicht gesäuert, sondern ich kombiniere einfach. Ja, ich habe ja Barossa das gleiche. Ich nehme eine Frucht aus dem Eden Valley, da ist es kühler, und ich nehme was vom Valley Floor, da ist es reifer. Und wenn ich das miteinander kombiniere, habe ich halt beides, habe ich Frische und Reife zusammen. Ja, das erinnert mich an ein Gespräch, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war einmal in Shanghai auf der Prowein und habe mir dort einen Vortrag von dem Rob Geddes angehört. Der ist ja auch Master of Wine. Ja. Und der hat dann da über Australien berichtet. Und dann habe ich mich relativ schnell aus Deutscher geoutet, nicht nur wegen meinem Tier-Slang, sondern auch die Frage, weil er eben berichtet hat, wo die Reise jetzt in Australien vom Wein hingeht. Und ich hatte dann eben gefragt, wie das denn jetzt ist mit Ursprungsbezeichnung, Lagenbezeichnung etc. und so fort. Und seine Antwort ist dann 15 Minuten ausgefallen. Und das war auch dann nur die einzige Frage, die er überhaupt beantwortet hat. Das war sehr witzig, aber ich scheine da irgendwo Nerv getroffen zu haben. Und das war auch so ein absoluter Aha-Erlebnis für mich, weil der Blickwinkel auf die Weinerzeugung einfach ein ganz anderer ist. Und dann kam er eben auch drauf, ja, für ihn auf Australien gemünzt ist einfach jetzt das deutsche Modell oder das Burgunder-Modell vielleicht nicht so wahnsinnig tragfähig, weil in Australien der Ansatz einfach anders ist, ja. Und da würde er sagen, ist die Tendenz auch gar nicht so stark vertreten in Australien, sich mit Lagenbezeichnungen abzukämpfen, wie es wir jetzt in Deutschland hier tun. Ja und nein, also das würde ich jetzt so nicht komplett unterschreiben. Also ich glaube, du hast Lagen, also du, grundsätzlich bist du halt in der neuen Welt, fährst du tatsächlich einen anderen Ansatz, indem du sagst, das ist ja anders als bei uns, wo du vor vielen Jahren irgendwann mal angefangen hast, Landwirtschaft zu betreiben, dann hast du daneben irgendwie, dann neben deinem Ackerbau hast du dann auch Weinbau gemacht etc. So, das ist ja so das klassische Modell. Und da, wo dann der Wein gut gewachsen ist, hast du ihn weiter wachsen lassen, das Gemüse ist an einer anderen Stelle gewachsen und irgendwann war es dann eine Monokultur, die da, wo dann jetzt dann nur Weinbau war. Ich verkürze es jetzt gerade mal so. Und das hast du natürlich in der neuen Welt in vielen Fällen nicht, weil da legst du ja deine Weingärten, da hast du ja so mal viel mehr Freiheit, deine Weingärten erstmal anzulegen, weil du weißt einfach, pass auf, da machst du eine Bodenanalyse und sagst, da und da könnte das jetzt wachsen und da passe ich es dann an. Das ist aber nur die eine Seite. Du hast aber natürlich auch da inzwischen ein ganz wahnsinnig hohes Erfahrungslernen, wenn du zum Beispiel solche Weine anguckst wie Mount Edelstone, wenn du solche Weine anguckst wie Hill of Grace, die Freedom Shiraz von Langmeil, die von einem wirklich dedicated Stück Land stammen und auch dieses Land ausdrücken, das findest du genauso. Aber das findest du halt vor allem in den Regionen, wo halt eben auch wiederum schon durch die Siedler länger Weinbau gemacht. Oder wo du sagst, eben ganz bewusst jetzt herzugehen und du sagst, pass mal auf, ich glaube, auf dem Stück Land könnte jetzt was ganz Besonderes entstehen. Und dann baust du genau da deinen Wein dann an, legst deinen Weingarten an und das ist dann auch ein Single Vineyard. Aber wie gesagt, Australier, oder das ist einfach dieses Denken in der neuen Welt, du hältst es dir halt einfach, du hast die ganze Bandbreite, du machst von Single Vineyard
bis zu Blends. Das ist ein bisschen wie, wenn du jetzt in der alten Welt guckst ins Piemont, Barolo. Ja, früher irgendwie waren das jetzt mal in dem, was sie verkauft haben, waren das mehr oder weniger alles Blends. Heute baust du Single Vineyards aus. Zum Teil machen sie es in Australien auch. Hast du früher, jetzt wieder zurück ins Barossa oder auch im Clare, findest du das auch, hast du halt früher Weine gehabt. Das war dann der Clare Valley Shiraz. Der wurde dann quasi in einem Blend ausgebaut. Heute baust du aber auch zum Teil dann wieder Einzellagen auch da aus, weil man sagt, pass mal auf, wir haben es jetzt doch, wenn man sich jetzt da durchprobiert, die Lage ist für mich jetzt doch so besonders, die hat jetzt so einen besonderen Charakter, da fülle ich es dann auch als Einzellage ab. Aber es ist jetzt nicht dieses, du hast nicht dieses Grand oder dieses Lagenbild dahingehend, das ist eine einfache, das ist mein Gutswein, das ist mein Ortswein, das ist mein Lagenwein, sondern das funktioniert da einfach zum Teil noch anders. Da sind die Lagen eher, wenn du so willst, da gibt es großartige Lagen, die sind aber nicht in einem Klassifikationssystem. Da weiß aber jeder, das sind einfach die Top-Lagen Australiens, wie zum Beispiel Hill of Grace jetzt als Beispiel. Ja, zu dem Wein zurück. Also im Glas ist Sparkling Shiraz immer sehr farbintensiv, fast undurchlässig von der Farbgebung her. Also einfach sehr, sehr dunkel. Man hat, wenn man jetzt den Schaum nicht sehen würde, man würde einfach denken, ja, es ist einfach ein vollreifer Wein aus einer farbintensiven Farbe. Das ist eigentlich so das Typische. Wenn man jetzt genauer hinschaut, ich habe hier leider jetzt ein bisschen ungünstige Lichtverhältnisse. Ein bisschen transparenter ist er dann natürlich schon, wie jetzt vielleicht ein Stillwein aus Shiraz gemacht. Aber die Farbgebung ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, aber für Sparkling Shiraz eben auch sehr typisch. In der Nase, typische vollreife Früchte, Pflaume, was hast du noch immer im Kopf, Thomas, an was es dich erinnert? Ja, ich habe auf jeden Fall Kirsche, Pflaume. Kirsche, Pflaume, ja. Zum Teil habe ich auf jeden Fall noch Brombeere mit dabei. Ich habe immer auch so einen Touch Pfeffer mit dabei. Dann kriegst du oft auch noch so eine fleischige, so eine, nicht ledrig, aber wie die Engländer sagen, Savory Note. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Fleisch, Ledrigkeit dabei. Ein bisschen Umami so, fast, ne? Ja, ist genau, ist so ein bisschen Umami, ist aber positiv jetzt gemeint an der Stelle. Also deswegen kannst du sowas halt auch hervorragend, auch sowas zu einem guten Stück Fleisch auch gut kombinieren, wenn da noch ein bisschen so Pfeffersoße war. Wie gesagt, meine Lieblingskombi ist Peking-Ente. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was jetzt einfach, ich da den letzten Schluck jetzt von hier ein bisschen vor mich hin trinke, also was einfach auch spannend ist, ist dann dieser Grip, den er im Mund hat, die Tannine, man merkt es, also es ist ein bisschen was Feinkörniges im Mund und es ist einfach beides. Es ist Rotwein, auch von der Aromatik her erinnert es ein Stück weit sehr stark an einen stillen Rotwein, aber es ist eben dann gepaart mit der schönen Mousse, einfach ein total faszinierendes Getränk, wo ich am Ende einfach sagen würde, schade, dass es bei uns nicht bekannter ist. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, ich habe dich jetzt wahrscheinlich schon überstrapaziert zu dem Wein. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Von meiner Seite nicht, außer wohlbekommt. Wohlbekommt, ja, der wird jetzt wahrscheinlich den Tag nicht mehr überleben, die Flasche. Im Laufe des Tages dann kontinuierlich daran arbeiten. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Thomas, für deine Zeit. Ich denke, dem einen oder anderen wird die Entscheidung da vielleicht jetzt klarer sein, ob er den Weg von dir einschlagen möchte. Ansonsten, liebe Hörer, findet ihr natürlich Thomas Seite in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, Thomas, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal auch demnächst mal wieder in Real über den Weg laufen würden und vielleicht da gemeinsam ein Glas Wein trinken. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst auf einer der Kanäle. Ja, danke dir auch. Und ja, und wer noch Fragen hat, wie gesagt, gerne mich direkt antickern. Hat mir Spaß gemacht. So, meine lieben Hörer, ich bedanke mich für eure Ausdauer und Interesse. Es war mal wieder ein sehr langes Gespräch, aber ich finde, das ist einfach der große Vorzug von dem Format Podcast, dass man sich so lang Zeit nehmen kann, wie man möchte. Und ich hoffe einfach, dass euch da auch die Kapitelmarken ein bisschen helfen, Sachen zu verkürzen oder zu überspringen, wo ihr jetzt nicht so wahnsinnig großes Interesse dran habt. Aber Thomas als Master of Wine natürlich ein sehr interessanter
und kompetenter Gesprächspartner. Und da versuche ich natürlich immer auch die Chance zu nutzen, dann das Maximum herauszuholen. Ja, die nächste Episode meines Podcasts wird es dann am 21. Mai geben. Wie gesagt, ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob wir in der Schweiz bleiben oder ob wir uns dann schon Richtung Elsass bewegen. Auf jeden Fall am 21. Mai wird die nächste Ausgabe meines Wein-Podcasts erscheinen. Dann versuche ich euch nochmal zu motivieren, Mitglied in meiner Facebook-Gruppe zu werden. Wein verstehen leicht gemacht. Mittlerweile 350 Leute. Dort kann man sich austauschen über Wein, Fragen stellen, Antworten stellen. Und ich würde mich natürlich auch sehr riesig über eure thematischen Vorschläge für die Zukunft freuen, weil ja unser großes Hauptthema deutschsprachiger Weinbau langsam aber sicher dem Ende entgegenstrebt und neue Themen brauchen auch immer ein bisschen Vorlauf. Soll heißen, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, über was ihr mehr erfahren möchtet, dann meldet euch doch einfach bei mir. Ja, wie geht's weiter bei mir? Die Prowein steht dieses Jahr wieder an und die nächste Podcast-Episode ist dann schon nach der Prowein. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich werde mir für dieses Jahr auch 3 Tage Zeit nehmen und werde euch dann auch sicherlich an gegebener Stelle wieder informieren. Das war's für heute. Auf jeden Fall wünsche ich euch wie immer gute Weine im Glas und verbleibt aus München, euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.